Wer die Wahrheit frisiert, der muss Haare lassen. Sebastian Kurz. Willkommen im Frisiersalon der Podcast-Welt. Neben mir sitzt der begnadete Stylist der Bourgeoisie, Alexander mit den Scherenhänden. Schnipp, schnapp. Und ich bin der ewig unzufriedene Dauergast im Salon, Clemens haar Hallo. Willkommen, willkommen. Der Februar neigt sich dem Ende. Ja, es wird Zeit, dass er vorbeigeht. Vielleicht Ach. wird er nochmal Sommer. Ja, der Schneefall geht dann schon auf die Nerven. Das, mhm. das hört nicht auf. Na, das ist furchtbar, also, das hat, weil er allein lästig ist. Heute Morgen. Oh, in Lietz hat es übrigens mehr als bei uns. Ja, aber Also das, heute zumindest. Das ist lästig gerade. Ja, das... Äh, ich ich habe gesagt zu einem, zu einem Freund, es ist zu wenig... Also es ist genug, dass man sich ärgert drüber auf der Straße. Und es ist zu wenig um Spaß zu machen beim Ausschöpfen von der Einfahrt, Ach so ja. Na, ich vergleiche immer, kennst du Drachenzähne leicht gemacht? Kennst du mm, den Film? Ich kenne die Serie. Ja, glaub, es, es ist das Film Dorf, hast du auf alle Fälle Berg? Ja, und da gibt es den sogar einmal in den Teaser oder in den, in den Intro Berg neun Monate Schnee, drei Monate Hagel. Das ist Lienz. <lacht> <lacht> das finde ich nach wie vor an der besten Sätze, um was zu beschreiben. Okay, ja, das hört sich gut an. <laughs> Ja, dritte okay. Sendung und eigentlich vierte Sendung. Ja, ah, nein, inoffiziell die vierte. Inoffiziell. Nein, wir Thema 003. Ja, ja, okay. Sind wir jetzt und äh, wir haben, fangen wir gleich mal an mit den tech denn wir haben eine Zuhörerfrage bekommen. Ja, yeah, Manuel hat eine Frage gestellt. Manuel hat eine Frage gestellt, wie funktioniert Crypto Mining? Ähm, weil letzte Woche haben wir ja besprochen, dass die ganzen Grafikkarten ausverkauft sind wegen yeah. den ganzen bösen, bösen Minern. Ja. Und es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ähm, Crypto Mining, also dahinter stehen einfach nur relativ einfache Rechenoperationen. Ja. Relativ einfach. Aber je mehr Kerne, je mehr parallel berechnet werden kann, desto besser. Genau. Also, ein normaler Prozessor heutzutage hat meistens nur zwei Kerne. Wenn er Hyperthreading oder Multithreading hat, dann kann er mit zwei Kernen vier Operationen gleichzeitig berechnen. Genau. Dann gibt es ähm, Prozessoren mit vier Kernen, sechs Kernen, acht Ocht Kernen. Wenn die Multithreading haben, dann haben die acht, zwölf und sechzehn genau. Threads gleichzeitig. Da kommt man nicht weit. Na. 16, sechzehn, acht. Das ist acht Operationen gleichzeitig berechnen. Das ist. Obwohl, es kommt ein bisschen auch auf die Kryptowährung drauf an. Es gibt zum Beispiel gewisse, die gehen nur mit CPU und ja. gewisse gehen nur mit GPU. Und welche sind die erfolgreichen? Ähm, das ist gemischt. Also Ethereum ist, ist eine GPU. GPU, ist GPU. Ähm, Bitcoin. Boah, ist, boah, ist, ein bisschen. ist jetzt die Frage, ob du ASIC Miner da Das sind diese Maschinen, was nur eine Operation kann das sind ja alles Prozessoren ja. nachher. Das ist noch ein Aber es ist im Endeffekt egal, es ist hauptsächlich GPU, ist halt das, was mehr Leistung hat. Ähm, Im Endeffekt für die Rechenoperationen ist es ja irrelevant, weil die genau. Berechnungen selber nicht sonderlich komplex sind, sondern es geht eigentlich nur darum, so viel wie möglich gleichzeitig genau. zu machen. Und da steht man mit, einer, mit einem ganz normalen Prozessor, sein Notebook oder einem PC bald einmal an, weil, genau. wie gesagt, 4, 8 oder 16 gleichzeitige Berechnungen ist nichts. Na, das ist gar nichts. Und da kommen die Grafikkarten ins Spiel. Ja. Weil die Grafikkarten, die haben jetzt zwar einen Grafikprozessor, der, der die ganze Geometrieberechnung übernimmt, ja. aber was die Grafikkarten noch hat, sind Shader-Prozessoren. Das sind ganz kleine, einfache Recheneinheiten, die wirklich nur vergleichsweise einfache Rechenoperationen machen können. Die sorgen dafür, dass sich im Spiel das Wasser cool ausschaut, ja. die Spiegelungen und so weiter. Und da sitzen auf seiner so Grafikkarten teilweise... Also Nvidia hat jetzt auch eine vorgestellt mit 5200 Shader-Einheiten. Momentan ja. ähm, stehen wir im Consumer-Bereich bei knapp 3000 Shader-Einheiten. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn er auf 3000 Mini-CPUs genau. eine Kryptowährung berechnen kann versus ja, genau, das ist ja nach 16 Threads beim Prozessor. Genau, also das ist ja dann auch das, was ja hauptsächlich das Mining betrifft, das ist ja dann dieses Proof-of-Work-Prinzip immer. Das heißt, es Netzwerk sozusagen bestätigt Transaktionen über die Miner. Ja. Das ist ja genau das, was noch mit der Grafikkarte passiert. Diese ganzen Transaktionen werden in dieses Puzzle versteckt und wenn das gelöst ist, ist es quasi bestätigt. bestätigt ja. Und dadurch fällt auch, deshalb gibt es ja diese Transaktionsgebühren von diesen Kryptowährungen, weil die werden ja noch an die Miner zur Verfügung gestellt. Mhm. Das, ja, ist genau. das, das ist das. Und eigentlich seien die Miner das Rückgrat dieser Blockchain. Weil wenn es die Miner nicht geben würde, wird keine einzige Transaktion bestätigt werden. Also quasi sich selbst erfüllende Prophezeiung. Genau, das System erhaltet sich selber, jeder hat einen kleinen Teil oder hat das Gesamte irgendwie abgebildet und es ist dadurch natürlich alles nachvollziehbar. Ja, genau. Und das ist jetzt der Grund, warum sich die Grafikkarten momentan verkaufen wie warme sammeln. Ja, sogar die Gebrauchten gehen zu Preise weg, die Haben wir letztes Mal eben ja. gesprochen, da sind wir teilweise bei Preisen ja... Ähm, doppelt so hoch wie der Einführungspreis von der Grafikkarte ja, ja. von vor zwei Jahren teilweise. Problem ist auch, du kriegst halt keine neue mehr. Wenn deine ja. hergibst, also du kriegst noch einen, ähm, Es ist sogar so, das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen: diese ganzen Geologiestationen oder diese. Äh, so, die brauchen nach Grafikkarten, die kriegen ebenfalls keine mehr. Wer? Ja? Also diese ganzen Berechnungen, was im Bereich ähm, Geologie und. Wie hast du das andere Zeige? Jetzt habe ich den Namen vergessen, wo man in die Sterne schaut. Astrologie. Astrologie, danke. Geologie, Astrologie. <laughs> Astro Nein, Geologie, schon Astronomie. Astronomie, genau, danke. <laughs> ähm, Astronomie, die braucht seine so Grafikkarten, kriegen sie auch nicht mehr. Ja, es gibt ja teilweise von, von Nvidia und AMD gibt es ja genau für solche Sachen spezialisierte Grafikkarten, die dann 3.000, 4.000 Euro kosten. Ist ein bisschen zu teuer. Ist aber teilweise für so eine Sachen ein bisschen wieder too much. Ähm, ja, vor allem, die, die haben ja eine relativ kurze Halbwertszeit. Also teilweise kann es ja sein, dass du, du so eine Grafikkarte fürs meinen drei, vier Monate hernehmen kannst, dann kannst du sie wegschmeißen. Ja, irgendwann ist äh. da, ähm, wenn das die ganze Zeit auf Maximal loscht. Ja, teilweise und ist maximal so Temperatur läuft. Teilweise ist sogar, weil die Rentabilität einfach mhm. weg ist. Das heißt, es zahlt sich nicht mehr aus zu minen, nur muss die Grafikkarte weg, weil die Währung einfach nicht mehr mehr hergibt, weil die Schwierigkeit steigt ja dauernd. Ja, ja. Okay. Das ist das nächste, was. Und nachher, ja. Das müssen wir sowieso ja, mal ja. genauer besprechen. Das Mining und Blockchain, ja. bla, bla. Da bin ich <laughs> nämlich äh, der Nudelsuppe. <laughs> so, so, prinzipiell kenne ich mich da aus, aber das machen wir gleich. Sagen wir so, es ist sehr kryptisch, deshalb hast du Kryptowährungen. <laughs> ja. <lacht> äh, ja. Äh, das besprechen wir dann am ja. besten in der nächsten Sendung, die bald kommt. So, ähm, wenn wir schon dabei sind, ähm, ich habe da eh passend dazu einen Artikel gefunden auf Heiße Online. Ähm, Heiße Online hat immer so eine nette Rubrik, die heißt Zahlen bitte, da dreht ja. sich alles um Zahlen. Und diesmal ist die Zahl 5120. Ja. Und da geht es um shade -Einheiten. nämlich 5120 shade sind momentan auf der schnellsten Nvidia grafikkarten auf der Titan V, Titan 5. Ja, das keine Ahnung, Nvidia Titan 5 oder Rechen oder die Tester V100 5, das sind 120 Shader Einheiten. Da mhm. lost sich gut meinen mit so einer Karten. Ja, ich werde aber ein bisschen was kosten. Mehr. Ja, die ist ähm, nicht sonderlich teuer, das ist eine Spezialgrafikkarten, die schafft ähm, 15 Teraflops okay. <laughs> äh, in einer einfachen Berechnung und ich glaube es 8 Teraflops in, bei der doppelten Genauigkeit. Ja, da. Ja, ich, ich habe jetzt einen Preis gar nicht da. Ich glaube, die, gibt's gibt es die? auch noch gar nicht. Okay, nachher gibt es noch keinen. Aber man kann sich vorstellen, dass die in einer. Ganz einer anderen Liga spielt. Ja, also ich kann es mir jetzt ich kann es ungefähr denken, wenn ich mal schon denke, was er 1080 Ti kostet. <laughs> okay, bei Geizhals habe ich das Listing drinnen, also die Grafikkarten ja. ist vom veröffentlicht worden im Dezember 2017. Bei Geizhals der Listenpreis momentan beim günstigsten Händler sind 9871 Euro. Jetzt sollte halt sich ja, es ist günstig. Ja. Sollte man zuschlagen. Ah, Entschuldigung, die, ich habe gesagt, Terraflops äh, sind natürlich nicht. Obwohl, sind natürlich 15 Teraflops, ja. ja. 14.131 Gigaflops. Ja. Ja, 14 Teraflops. Ja. ja, also kann man sich auf die nächsten Gaming-Grafikkarten freuen, was da Einzug finden wird. Wobei ich immer nicht sicher bin, ob Nvidia demnächst was Großes außerhauen wird. Ich glaube, da kommt nur ein Refresh. Ähm, was auf alle Fälle kämen soll, eine dedizierte, günstige Grafikkarte fürs Meinen. Das haben sie wirklich angekündigt. Gibt es von einem ja, Moment von doch. Nvidia will wirklich eine Grafikkarte rausbringen, die nur fürs Kryptowährung Mining funktioniert? Also, Aha. das sie wählen sozusagen. Ich, ich vermute, dass AMD das auch machen wird. Ja, es gibt von AMD schon eigene ja. Karten. also nicht von AMD selber, sondern eben von den Drittherstellern, ja, weil weil ich glaube, AMD muss einmal schauen, dass sie das einmal ein bisschen auf der damit einmal Gamer und andere Institutionen normale Grafikkarten wieder kaufen können. Ja. Das stimmt natürlich, weil sonst hat glaube ich keiner mehr Freude. Na, na, da äh, die Freude sich da glaube ich noch in Grenzen. Also momentan holt sich in Grenzen bei den Preisen. Ja, ähm, wobei sich die Nvidia-Karten ja teilweise nicht so besonders gut zu meinen eigenen. Nein, aber mittlerweile ist es wurscht, du kriegst nichts anderes also kaufst. Ja, eben, das ist es ja. Die AMD-Karten sind ausverkauft, jetzt ja. kaufen wir die Nvidia-Karten, ja. weil die Europa bei den AMD-Karten ist ja. Teilweise sehr, sehr gewaltig. Ja, 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 das ist, ist vor allem für den Preis, was sie normal kosten. Ja. Ja. Nachteil bei den AMD-Karten, die Europa bringen sie halt nicht in die Spiele rüber. Das ist leider wurscht, aber zu meinen geht es so meine gut. gut. Ja, so. ich bin halt eher der Gamer-Typ. Aber... <laughs> ja, jetzt muss ich meinen. Naja, jetzt müssen wir meinen, ja. Äh, das ist, ähm, ja, das ist mittlerweile, das ist ein Thema, was uns auch wahrscheinlich noch das ganze Jahr beschäftigen wird, weil. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell lösen lasst. Ja. Weil vor allem das ist halt, äh, leider ist das auch in Zusammenhang mit den Kryptowährungen, das ist halt auch ein bisschen so ein Hype-Thema. Wenn das dann wieder einmal einen rasanten Anstieg hat, dann kann man wieder viele was reinwählen und nachher ist es wieder total in das zu haben. Ich habe es ich hab's im Sommer 2017 mit, wo Ethereum es ein bisschen probiert mit Ethereum. Ja. Ich habe hab mein 390 x Radion, nochmal drei Tage Meinen lassen, ja. aber ein bisschen was zusammengebracht und jetzt ist mir das wurscht. <laughs> das Problem war, die, äh, im Büro bei mir, da haben hat im Sommer dann angenehme 35, 36, 37. Ja, da ja, geht schon was weiter, ja. Das die Abwärme äh, ist halt ein bisschen ein Nachteil von dem ganzen Dafür Ding. muss ich Winter nicht heizen. Ja, ich hat dann mit der Grafikkarte. Ja, genau, die Grafikkarten heizt die Wohnung. Ist mit Strom Stromharzen ist aber halt nicht. Ist nicht schlau. günstig, aber ähm, ja. Man kann es machen. Man kann es machen, ja. ja also Grafikkarten hat mehr Anwendungsgebiet als Gamen und Sachen berechnet. Ja, man kann damit auch heizen, ja. Ja. das stimmt natürlich. Also, und es macht ein schönes Nebengeräusch. So. Ja, voll, wenn sie die ganze Zeit auf 100% Anschlag Richtig, darf. dann Ob ist es meine voll ist, Dann ist es richtig angenehm. Gehen ähm, wir zum nächsten Thema, oder? Ich glaube, das Berechnung haben wir mal kurz besprochen. Ja, ähm, gehen wir zum nächsten Thema. Äh, weil man gerade beim Grafikkarten waren, dass sie jetzt eine eigene Positionierung für Grafikkarten zum Meinen machen, generell, was man halt so in letzter Zeit, egal um was es für ein Thema geht, dieses berühmt berüchtigte Wort Marketing, ich nenne es mittlerweile ein Synonym für eine andere Sicht auf die Wahrheit. Also es ist so verblüffend, was mittlerweile großteils für Stuss behauptet wird und dessen dann sozusagen als Marketing oder emotionaler Schwachsinn verkauft wird. Ja. In, de, in der heutigen Zeit. Also nehmen wir her von ähm, jetzt auf einmal ist in der Gesellschaft der Diesel böse, jetzt muss er weg. Vorher war er das, das Thema Nummer eins. Also Diesel war der Weltretter und jetzt hat auf einmal gehen wir wieder ganz, in eine ganz andere Richtung. War er davor der Weltretter? Ja, zuerst war der Benziner böse, dann ist der Diesel gekommen. Weil für mich war Diesel immer das Bösere von Boden. Es ist ja, es ist Barz nicht gut. Da braucht man es glaube ich, wissen wir eh, Barz. Barz in der Luft ist scheiße. Aber <laughs> ja. für mich war immer schon klar, Diesel ist halt noch ein bisschen fieser wegen dem Feinstaub. Ja, ich mein, das Feinstaub war für mich eigentlich immer ja, klar. Immer ich mein, Feinstaub produziert eh jedes Auto, über einen Reifen, Reifenabrieb etc. Du kriegst nicht aus. Das, also. das natürlich schon. Aber für mich war der Diesel eigentlich ja. immer äh, immer schon ein bisschen negativer als Benzin behaftet. Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin mit Dieselmotor quasi groß geworden, also ich kenne nichts anderes, ich, ich habe nie einen Benziner gehabt. Ich bin Nein, ich ein... bin mit Benziner eingestiegen. Ja. Nein, eben, es kenne ich gar nicht. Benziner. Ähm, ich meine, halt, mittlerweile sagen wir halt, ja, jetzt wird uns das Elektroauto, rettet uns jetzt quasi. Wobei man da halt da wieder gewisse Punkte mal kritisch hinterfragen sollte. Akkus, Recycling vom Akku, wie wird's ja. Ökologischer Fußabdruck ja, von einem ja, Elektroauto ist halt nicht so sexy, wie, äh, wie man da, vermutet. Ich mein, Tesla hat es natürlich sexy gemacht und cool. Ja. Ähm, also ich muss jetzt vom La Lambert korrigiert müssen sonst immer wenn ich, ich muss Lithium sagen, damit es korrekt ist. Weil das ja angeblich aus dem altgriechischen herkommt. Lithium. 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 Lithium, glaube ich. ich. Sonst werden wir wohl der Lambert korrigieren, wenn ich es falsch ausgesprochen Ich Lithium dazu. Ja, dann korrigiert er jetzt sicher von zwar. <laughs> ähm, und. Aber das, das zieht sich halt generell so durch extrem viele Facetten mittlerweile bei modernen Produkten durch, dass so dass so Sachen behauptet werden, wo du denkst, ja, woher nimmst ihr das teilweise? Also dass, dass so schöne Lügen über Produkte verbreitet werden, die sie nicht oder Erwartungen geweckt werden, die sie nicht einmal ansatzweise erfüllen können. Ja. Ja, Marketing ist für mich, ja, es ist halt. Ich, ich, ich kann jetzt nicht drüber schimpfen, da, da ich halt nebenbei... Ja, mache mach ich, ja. Ja, mach ich aber. ja, aber ähm, es ist halt so, was teilweise halt... Für mich ist Marketing ein bisschen so, geht das so in die Richtung Hexenwerk, das ist... Ähm, Jemanden etwas verkaufen, der davon nicht einmal gewusst hat, bisher, dass er das überhaupt nötig hat. Ja, eh. Das, das ist eigentlich Marketing. Genau, aber da sind halt auch da Sachen dabei, wo du einfach denkst, ah, was macht's hier da? Warum, warum sagst du nicht einfach Sachen, wie es ist und was wirklich ja. einmal da einmal ein realistischer Vorteil, bitte, nicht irgendwas, keine Ahnung, so abstruse Sachen, die ich keiner braucht und wo du denkst, eieiei. Oh, ja, ja, ja. ja. Das ich meine, das, aber es ist ja in der Politik ja auch nichts anders. Es werden ja auch nachher. Ich meine, nehmen wir jetzt zum Beispiel unser tolles Rauchverbot her, was wieder gekippt worden ist. Und jetzt dann wo, was Gott, wie viele Unterschriften für das Volksbegehren sein, wo nachher unser liebevoller blauer Vizekanzler dann behauptet, ja, nein, das braucht man nicht direkte Demokratie, kann uns ja jetzt wurscht sein. Ja, und das übrigens von einer Partei, die eigentlich ähm, für die direkte Demokratie immer so hochgeschrieben ja. hat, aber Nein, nah, nah, so wolltest du Parteilinie widerspricht, widersprechen. Na, dann ähm, ist nicht cool. Dann nahan, ist, dann ist nicht cool. Dann ist Demokratie sowieso ein Krampf. Habe ich später eh auch Thema mit dem Rauchverbot Ding, das, das, nah, das, das passt ganz gut. Ähm, es ist eigentlich teilweise so, und nachher das Justizding, härtere Strafen, ja, weil die Facebook-Community fordert, wo man denke, genau, ich führe jetzt härtere Strafen ein, weil es ein paar Facebook-Trolle ja. ähm, fordern das. Ich meine, das ist, das ist so sinnlos, vor allem allein das Vertrieb täter. Vertriebtäter, härtere Strafen. Das steckt ja das Wort Trieb drinnen. Wenn jemand einen Trieb hat, ist es wurscht, wie hoch die Strafe ja, ist. Das, das ist es. Ja. Er, er hat es er hat das nun mal. Ja. Ja. Nur weil es da Strafen gibt, kann er das nicht unterbinden. Nein, es eben ist das ein ist, Trieb. Das ist. Ja, das. Ist, äh, ja, das. Ja, aber da, 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 da sind wir schon beim, beim Problem. Es, es mit irgendeinem Blabla werden da eine Worte kreiert oder wird genau. irgendein, wird irgendein a, 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 a Bösewicht kreiert und alle prügeln drauf ein, ohne dass jemand einmal am Anfang reflektiert, über das Thema nachzudenken. Ja, das genau. Das und das ist genau das, weil Politik macht ja auch nichts anderes mehr als Marketing. Es werden, ja. Ja, es werden halt Menschen vermarktet im Endeffekt. Genau. Sie, haben, sie haben Betriebswirtschaft jetzt über Politik drübergelegt. Wo oh, du ja. denkst, ja, da läuft einfach in der Gesellschaft richtig viel falsch im Moment. Und Marketing ist dann im Endeffekt die Abwesenheit von Reflexion. Ja, genau, sozusagen. Also, man kann es so schön zusammenfassen. Und es ist, ich weiß nicht, derzeit ist von der Regierung ja nur keinem härtere Strafen, egal bei was. Wenn du in die Schule gehst, härtere Strafen. Jeder gern härtere Strafen für Politiker, die Steuergeld veruntreuen. Aber das werden wir unter der Regierung sicher nicht erleben. Nein, vor allem, du kannst nicht den Politikern die Verantwortung nehmen. Wo kann man denn da hin? Ja, das Ver geht natürlich Ver nicht. Verantwortung für das Tragen, was du da machst. Na, na. Na, das gibt es ja sonst. In der Privatwirtschaft gibt es ja auch nicht, dass jemand nah, Verantwortung führt. Bitte ihn. Verantwortung übernehmen, bitte. Nein, nein, nein. Lei, wenn du falsch sparst, dann musst du Verantwortung übernehmen. Ja, genau. Ja. Da, das, ist, das ist schon klar. Also. Aber es ja, geht in eine gute Richtung. Also, Die Gesellschaft hat, hat gewählt und das kriegst du jetzt halt präsentiert ist immer so. Ja, ist, ist immer so und, und die Regierung wird dann abwählt, dann kommt die nächste Regierung. Ähm, dann wieder drauf, wird ein bisschen ähm, gehetzt und ja. rassistisch formuliert, dann werden wieder die Konservativen gewählt, dann werden die wieder abgewählt. Es geht immer so auf und ab, auf und ab. Deswegen ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass die Welt untergeht, mhm. weil die rechten regieren, weil die verschwinden wieder, tauchen dann wieder auf, verschwinden <laughs> wieder, <tauchen lacht> ja, wieder. Ja, ja, das dann ist auf. und das passiert mit die Linken, nah. Verschwinden wieder, tauchen wieder auf. Das einzige, was mal halt Sorgen macht, das, ähm, das Thema ist halt jetzt dann wirklich, dass jetzt dann so eine ähm, Vereinsbrüder da von Burschenschaften teilweise in hochrangige Beamtenposten gesetzt werden, wo da halt wirklich denkst: Naja, müssen die da drin sitzen. Ja, unter einer roten Regierung würden halt ähm, vereinshohe Gewerkschafter irgendwo. Ja, sitzen. aber die sind mal irgendwo sympathischer als jemand, der in einer Burschenschaft nicht einmal weiß, was in seinem Lederbuch drinsteht. Ja, ich weiß auch nicht, was in mein Liederbuch drin steht. Von welchen? Ah, ich habe kein Liederbuch. Ja, eben, wir, wir sind in keiner Burschenschaft, wir sind in Kampfereien. Hm. Äh, so ja, Verein. Ja, ich bin in Kampfereien. Ich überlege gerade, ob ich noch in einem Verein bin. Ah, na. Wollen? <laughs> Ah wohl Mitglied des österreichischen Weltraumforums bin ich noch. Ja, ja okay, okay aber ich glaube, die haben in Sword na Na nein, nein. Das sind schlaue Menschen. Ja, also das, das ist halt im Moment sehr komisch. Also ja. sagen wir mal, es ist äh, mühsam. Hast du noch mehr zum Marketing eine, eine Negativbeispiele oder, oder, oder? Nein, ich wollte es gleich mal so in den Raum werfen, dass das Marketing schlimm ist. Es kann ja gut das sein, aber so wie es halt derzeit betrieben wird, muss man halt wirklich sagen, ja, ja ähm, es, es geht halt einmal tendenziell alles in eine falsche Richtung. Wo wir beim Thema Marketing sein? Ja. paar nutzen das gut aus. <laughs> ja, jetzt gibt vielleicht noch was Gescheites. Ja, die analogen Kameras ja. kommen zurück. Polaroid, Reflex und Co. Ja. Ähm das ist sogar, hat mit Polaroids so einen Drucker für Smartphone herausgebracht, rausgebracht, dass äh, du das drucken kannst Ich wundert, dass die noch leben, ehrlich gesagt. Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht, warum es die noch gibt. Die, Aber haben, die haben die digitale Fotografie verschlafen. Ähm, ich glaube, sie sind eh mehrfach bankrott gewesen. Der x-te Investor hat die Markenrechte aufgekauft <laughs> und jetzt bauen sie äh, Analog-Kameras mit ähm, Sofortbildfunktion. hat wahrscheinlich wohl jetzt zum Schluss Chinesen oder Inder gekauft haben, oder? Ist davon keine Ahnung. Was okay. Was äh, ich finde es Prinzipiell ganz lustig analoge Fotografie ich habe ich habe selber eine kleine Kamera äh äh wie hassen die ja Kodak Canon Nikon so alt ist die 70er ist das. Entschuldigung ein Minox eine Minox Kamera a, a mini kleine Kamera mit drin habe ich einen schwarz weiß film ein Agfa FP 1 glaube ich äh ist eine nette Kamera. Und wenn jemand wirklich Schwarz-Weiß fotografieren will, schaut auf eBay, schaut, auf viel haben und klickt euch einfach eine alte Schwarz-Weiß-Kamera. Äh, alte, alte ja, -Kamera. ich habe leider, ich hab leider einen Artikel gelesen. Man soll sich vorher über die Folgekosten informieren. Na. Ah, das ist Weil so anscheinend die Filme teilweise recht utopische Preise haben. Was ist gar nicht so schlimm. Ist, bei okay. ist gar nicht so schlimm. Also ich habe ein Minox 35 GT, den ja. ich wir letztes Jahr gekauft da ist immer noch der erste Film drin. Okay, ja. Ähm, ich mache da hin und wieder mal eine Fotos und irgendwann werde ich es mal entwickeln lassen. Okay. Ähm, Ihr müsst es Polaroid eine neue kaufen um, um 80, 90 oder 100 Euro. Ihr müsst es Reflex oder irgendwas kaufen, 80, 90, 100 Euro. Schaut auf eBay, schaut auf will haben, kauft euch eine alte Analogkamera. Haut einen schwarz-weiß Film eine, die gibt es um 7 Euro. Ja. Also, Agfa, FP ja, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, keine Ahnung. Haut euch einen Film eine und fotografiert es drauf los. Fertig. Ähm. Natürlich, ist Marketing von Polaroid, Reflex und, und wie, wie ja, die alle meine, heißen, die jetzt ähm, das seine Kameras aus Schmeißen, funktioniert natürlich. Die Sofortkamera ist halt das Einzige, das cool ist, dass halt sofort das Foto unten rauskommt. Das schon, das, das ist schon. Aber die... Ja, und? Ja, es geht halt um das Schnelllebig, sofort. Ja, was... Am gleichen findet ihr die Menschen, die mit der Sofortbildkamera ein Bild machen, das sofort ausdrucken, dann mit dem Handy abfotografieren und auf Instagram stellen. Die haben es verstanden, ja? Ne? Die haben es verstanden. <laughs> This is how it works. Ja, das, also das ist so ungefähr ähm, ja, das, das macht Sinn, ne? Okay, jetzt verstehe das auch. Ähm. Analogkameras, kleine vor allem, gibt es echt für wenig Geld. Teilweise 20, 25 Euro, kein Problem, gebraucht da. Ja, ja, ne, nein, kriegst du immer. Das Einzige, was oft ist, ähm, es ist bei den bei die besseren Modellen, also die 60er, 70er und 80er Jahre, ist eine kleine Batterie drin für ein Belichtungsmesser, ja. da kann sein, dass man die austauschen muss. Okay, okay. Ähm, die Batterien, die damals verbaut waren, sind, die gibt es nicht mehr. Ei, 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 ei. Weil es irgendeine so komische Chemikalie war, die schon verboten ist. Na okay, super. Ähm, es gibt aber Alternativen dazu, und man muss sich da nur ein bisschen einlesen. Also man muss leider ein Doktoratstudium in Nuklearwissenschaften machen, nachher Nein. kann man die nachbauen. Es reicht kurz einzugeben, Minox GT 35 Belichtungssensorbatterie bei Google. Und Uran 53b. <laughs> <Dann kriegt man's. lacht> Ja, genau. Ich bin übrigens gespannt. Ich weiß ja. nämlich gar nicht mal, was für eine Fotos ich mit der Kamera schon alles gemacht habe. Aber ähm, läuft der Film nicht irgendwann ab und geht es nicht irgendwann verloren sogar drauf? Ich bin einmal gespannt. Nein, nein, nein. nein, nein, nein weil ich, weil die, haben ja, die Filme haben ja Ablaufdatum früher gehabt. Ja, ja, das ist das glaube ich das wo, wo, ist nicht so tragisch. Wo, wo man ja. gesagt hat, also man soll es in den Kühlschrank tun, dann hält es länger. Ja, das, das, das ist das, wo ich gespannt bin bei der Kamera, weil Leg liegt bei mir im Auto im Kofferraum. Also die hat Hitze und Wärme. Die hat Hitze, Wärme und Kälte immer. Äh, ich bin gespannt. Ja, aber, ist, aber ich erwarte mir dadurch, dass ich, die, dass ich mit dem Film so schleißig umgehe, echt geile Effekte. Ja, schauen wir mal. <laughs> ja, ich meine, es ist halt so ein bisschen, ich glaube, da trifft halt jetzt ein Polaroid gerade so den Trend zum langsamen, wieder ein bisschen entschleunigen. Was ich, und dass es halt einmal analog ist, weil jetzt, du hast halt ganz gern was zum Angreifen. Menschen haben mal gerne haptik. Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob es das Haptik-Ding ist, oder? Was ist es ich, das? Ich. Weißt du, du hast halt ein Foto zum Ang weißt du, jetzt Stell dir vor, du bist zehn Jahre alt, hast das noch nie gesehen, bist mit deinem Handy aufgewachsen. Ja, für dich ist das dann was Neues. Für dich ist das was komplett Neues. Du kannst es angreifen und denkst dir, boah, das ist pure Magie. Ja, aber ich, ich denke ich ich denk mir jetzt eher über die Menschen, die... Ähm, ähm, die des Kafens sind im Endeffekt ja schon die älteren Generationen, oder? So 18, 19, Was 20 aufwärts. Oder <laughs> die älteren, genau, 18, <laughs> ja, die ja Stimmt, die Wir sind eigentlich auch nur noch mit digitaler Erfahrung. Ja, ja so, so, so eine alten Lackel wie mir. Ja, genau, dann bist du richtig alt und nachher. Ähm, weil für mich ist das... Für mich ist das Retro oder der, der retro charme ja, Aber ich glaube, dass das schon junge Leute auch anspricht. Also ich glaube hm. nicht, dass das, weil für den ist das wirklich so wie für uns das erste iPhone war. War, du kannst ja ein Foto da jetzt größer und kleiner zoomen. Ja, ich weiß nicht. Weil ein, weil ein Film entwickeln, ein digitales Bild entwickeln und angreifen, du so ja nicht das, mit der Ja, das hat wahrscheinlich nicht den gleichen Effekt einfach, weil da kriegst halt so, wahrscheinlich du, das ist so Kim sofort aus dem Druck heraus. Oh. Ja. Irgendwas wird schon sein. also sonst stört es sich nicht verkaufen. Äh, oder äh, das Marketing ist gut. Ja, yeah, nein, ich weiß. Es hat irgendwann mal wieder angefangen, ich glaube mit diesen Fotoboxen oder sowas, wo du was so Feiern und Hochzeiten gesehen hast, wo dann auch sofort die Fotos ausgedruckt ah, worden sein. Okay, ja. Weil da waren die Leute halt da sehr begeistert, weißt, reingehen, bläden Hut aufsetzen, Foto machen und nachher hast du halt. Ja, ja. stimmt. Ich so mein, Fotoboxen, Hochzeiten, ja, ä, Ich meine, ich habe es selber nicht benutzt, ich habe es gleich so mitgekriegt, dass das halt Trend war mal und nachher ja. habe ich gedacht, warum macht man das? Man ja, muss ja eh schauen, auf der Hochzeit, wo ich eingeladen bin demnächst, ob es ob, ob, sowas gibt, das weiß ich aber Also da hat der Kollege von mir findet, er hat immer einen besten Spruch, er hat gesagt, er geht nur zur Hochzeit, wenn er zur Scheidung auch eingeladen ist, weil er mir etwas zum Lachen auch haben. <laughs> Ja, das, 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 das könnte ich sein. Also <laughs> das das finde ich so als Beste, also <laughs> das gefällt mir ganz gut. Ähm, wenn man gerade bei Kameras sein, passt der Thema von mir dazu. Nein. Und zwar, ähm, Huawei, sagen wir es korrekt, oh. Huawei. Huawei, glaube ich, immer Huawei. Ja, das ist so die eingedeutschte Version. An. Ja. Huawei bringt jetzt eine Kamera mit drei Linsen raus. Ah. Also jetzt heißt jetzt werden wir wohl irgendwann die gesamte Rückseite mit Kameralinsen voll haben. Gibt es ja ein Konzept dafür? Sehr gut. Gut, dass ich das jetzt auch... Kennst du gar kenne ich gar nicht. Das, ist das Konzept von einer digitalen Kamera, ja. ähm, für digitale Zoom-Kamera. Das ist ja. die komplette Rückseite der Kamera, 20 verschiedene ähm, Linsen draußen okay. und, und unterschiedliche Bildprozessoren okay. mit unterschiedlicher Brennweite und so weiter und so fort. Okay. Alle leicht versetzt und durch die Versetzung, durch die große Anzahl kann man noch ins, ähm, digital zoomen. Ah, okay. Wie schon gesagt, also es ist ein, ist ein Konzept von vor zwei oder drei Jahren. Ich glaube, das hat sich hier wieder verliebt. Ich, mein, ich bin einmal gespannt, wohin die Reise geht, weil ich meine, die beste Kamera sozusagen objektiv getestet hat ja derzeit das Pixel 2. Echt? Anscheinend, ja. Und das Pixel 2 hat ja nur eine Linse. Eine Linse? Ja. ja, Pixel 2 hat nur ja. eine Linse. Und alle anderen haben jetzt die Dual Lens oder zwei Linsen. Aber anscheinend, ja, die Frage ist jetzt auch das, ob das wirklich, ob das nicht gleich wieder ein Verkaufsargument ist eigentlich. Oder ja. ob da noch wirklich was folgt. Ich meine, weil schön und gut, drei Linsen, vier Linsen, fünf Linsen. Ich, ich, ich frage mich, was sie damit bezwecken wollen, weil im Endeffekt mit als drei Linsen dann sie ja sowieso nachher nur tricksen und das, das spätere Bild zu ich mein, Das Kunstwerk ist ja eigentlich das, was bei allen Handys ist, ist ja der der Prozessor dahinter, was es genau. zusammenrechnet. Ja. Der rechnet das Foto eigentlich. Ich meine, die Frage ist, inwieweit wir uns da jetzt immer. Ich meine, Digitalkameras sind jetzt eh schon gestorben, kann man sagen. Das hat das Smartphone, hat diese ja. Sparte wegrationalisiert, weil es nicht mehr gebraucht wird. Digital, die, normale, normale, die, die digital Normale normale Digitalkameras, die die, 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 die ja. Consumer-Digitalkameras, mhm. die fallen ja weg. Und ähm, jetzt bin ich immer, ich meine, es ist die Frage, weil es gibt ja jetzt dieses ähm, Blören, geht ja jetzt auch schon, das heißt, dass du diesen äh, Spiegelreflex-Verschwommen-Effekt Sch zusammenkriegst. Schärfentiefe. Sch Schärfen Schärf Schärf und Tiefe, genau. Nein, Schärfentiefe. Hast du das wirklich Schärfentiefe? Oder Tiefenschärfe? Tiefenschärfe. Schärfentiefe oder Tiefenschärfe? Dann sagen wir Tiefenschärfe. Schärfentiefe. Schärfentiefe, Tiefenschärfe. <laughs> Der <laughs> ja, genau, Nein, es, aber das, kriegt man ja auch schon hin. Ja, ja, ja auch diese Software. ja genau auch diese Profilbilder gehen jetzt beim iPhone 10 als Beispiel mit der Frontkamera. Kann man ja diese ganzen Effekte ja. dann drüber aber es funktioniert halt noch nicht so gut. Wie Nein, ist, ein, ja, ist ja noch beta Phase, also ist ja, alles noch ja, Be ja, aber es ist halt nur, klar, Software. Klar, es ist nur so, die Frage, ist allerdings, wo sein wir in fünf Jahren? Das, das ist für mich das Spannende, was ich so im Kopf mal weiterdenke. Was ist in fünf Jahren mit einer Smartphone-Kamera wirklich möglich? Ja, wo sind wir vor fünf Jahren gestanden? Vor fünf Jahren, warte mal, da habe ich es iPhone 3 gehabt, wahrscheinlich. Das iPhone 3 hat im Vergleich eine richtig beschissene Kamera gehabt. Äh? Das ist, ein, wenn der jetzt ein Foto macht, das ist ein Pixelhaufen wirklich. Ja, aber, aber, aber so viel besser ist es ja nicht geworden. Oh, wohl, das Was? ist schon richtig gut geworden. Also, ich habe damals. Also, ich, ich nehme jetzt für die nächste Episode, ich hole dann einmal mein iPhone 3. Ich hab's es ja. noch da, ich schalte es einmal ein, dann machen wir mal ein Foto davon. Ich habe damals das Nexus, Galaxy Nexus gehabt. Kann, kann das sein? Ja. Es ist wahr. Yeah. Also das, das, da ist schon ordentlich was weitergegangen. Ich meine, vor allem, wenn du jetzt bedenkst, auf mein iPhone, ich kann 4K mit 30 oder 60 Frames sogar ja, aufnehmen. das sind ja nur Stichworte. <laughs> nein, ich kann es ja wirklich aufnehmen. Bullshit Bingo, 4K muss drin sein. Ja. Ähm, nein, aber das ist schon das ist schon Sache, wenn man denkt, das ist echt so eine kleine Kiste, die 4K aufnehmen kann. Das, ist, das verblüfft mich schon irgendwo. Ja. Ja, aber alles abhängig eigentlich vom Prozessor. Ja, ja, es ist, ja. Es ist wirklich Software dahinter. Ich bin, ich, ja, du natürlich hast recht. Wo, wo sind wir dann in fünf Jahren? Weil was ist Software sind relativ wenig Grenzen gesetzt. Weil, weil es ist ja schon ziemlich cool, was die die Grafiksoftware, die Bildbearbeitungssoftware Grafik am Smartphone zu ja. so kann. Zum das Beispiel, ist das, das Snapseed, was ich finde, ja. Das ist von Google. Ja. Äh, ich kann mit meiner Kamera am Handy kann hier ja sogar Raw Fotos machen. Und in RAW nach ja. Belichtung und so weiter nachstellen. Du, das ist natürlich schon. Es ähm, macht halt schon Spaß. Spaß macht auf alle Fälle. Also ja. ähm, Um nochmal auf die zwei ja. Linse, auf die drei Linsen vom Huawei ja. P20, zurückzukommen. Ich habe ja auch zwei Linsen ja. bei meinen. Aber bei mir ist der Unterschied: das eine ist halt eine normale Linse und das Und's andere auch. ist halt ein Weitwinkel. Ja, genau. Äh, das ist, auch, und vor allem mal richtig. Ja, ja, das, das, das ist ja eigentlich der Sinn davon. Also das, ist, das, das ist, machen ja die das meisten. Normale, so. Genau. Ja, aber das ist auch. Also genau, so, das in dem Fall habe ich es noch nichts gesehen bei einem anderen Gerät. Also, ja, LG schaut da, aber glaube ich, ähm, LG hat ja, ich glaube, dein Nachfolger oder sowas, das V30, oder wie das heißt. Ja, yes, SG6 und das V30, ja. v 30 hat ja super Kamera. Ja. Vor allem, sie haben brutal viele Einstellungsmöglichkeiten hm. in der Kamera-App. Das Eben, ist schon also, Wahnsinn. Man, das, das ist das Grandiose ja. beim, beim G5, wenn man da ja. manuell fotografieren ja. will. Kann man ja schauen. genau du hast so all... einstellen Belichtungszeiten ja. also da schauen ich schon drauf da ist, da ist LG recht gut ja. Ja, aber nur da <laughs> ähm, ja wie schon gesagt äh, ich bin jetzt mal gespannt der Lambert sollte jetzt irgendwann mal sein Android One Gerät kriegen ah, ja ich, ich, ich möchte mal es dann wirklich mal anschauen weil vielleicht ist es in der nächsten Sendung sogar schon ja da. ich hoffe na es wird sich glaube ich nicht ausgehen Ah, zwei Wochen, das ist zu kurz. Ah, wahrscheinlich. Das ist zu kurz, ja. Ähm, na, oder? Ja, na, vielleicht schauen wir mal. Ähm, <laughs> na, es ist auf alle Fälle, weil mich verblüfft nur immer, dass 200 Euro, drei Jahr Sicherheitsupdates und zwei Jahr Android-Updates. Ja, weil da ist das Pixel 2 ja nicht viel besser. Ja. Wo immer denke und das Pixel 2 kostet aber das Vierfache. Die Frage ist, wie gut ist die Hardware noch von den Xiaomi? Okay. Der Xiaomi natürlich, ist es oder? ist es ist ja, es ist ja, es ist ein, ja. ja. ein, ein, ein Mittelklasse-Gerät, einfach halt sein. Das Na, schon, passt ja. Also, ich mein, natürlich, du, du kriegst keine High-End-Kamera, das ist schon klar, aber trotzdem für 200 Euro muss man einfach sagen: Ja, das passt. Ja, sicher. also, das ist ein, ein Nutzungsgegenstand, du benutzt es und das erfüllt seinen Zweck und fertig. Ja. Und nach drei Jahren kaufst du halt ein neues. Weil drei Jahre kriegst du Sicherheitsupdates, danach solltest du es halt wechseln. Ja, dann ja, leidiges Thema Android Updates. ich will, Nein, ich, ich will nicht drauf los. <laughs> da, Nein, das ist fertig. Ich, ich, mein, ich bin mal gespannt, wie lange Google Android One laufen lässt oder ob es das auch noch drei Jahre wieder einstellen. Puh, äh, ich jetzt übersteuere. Entschuldigung. Ja. Ähm, ich bin auch gespannt. Ähm, Google hat nämlich bis jetzt alles abgedraht, was Langzeit-Support geboten hat. Oder länger. Ja, ja, das Support. Ist Nexus hm, ist auch schon gleich mal vorbei gewesen. Dann haben sie hin und wieder mit ein paar anderen zusammengearbeitet. Vanilla, Android, ja. bla, bla, bla. Updates, ja, ja, ja. Nix ist geschehen. Ja. Ähm, Pixel, bin ich auch gespannt, wann sie das töten. Ja, die zweite Generation gibt's. Ja, ja. ja. Nexus-Geräte haben sie noch sechs Generationen gekillt. Also ja, es ist sieben die, Generationen. Die Frage ist, ob. Das Pixel 2 für Google, weil das Pixel 2 geht ja sehr stark in die Richtung. Ich positioniere es wie ein iPhone. Es ist ein Premium-Handy und ich, ich frage mich, ob das für Android wirklich, ob das so eine breite Masse anspricht. Einfach. Das ist das Problem, weil Android ist kein Premium-Betriebssystem. <laughs> man, man muss Ach. es leider sagen. Es, es Warum Premium ist für mich gleichbedeutend mit professionell und Business. Ja, das stimmt. Ja, das ist und was für eine Geräte werden im Profi- und Business-Bereich verwendet? Es sind iPhones. Ja. Warum? Weil man die in ein Ökosystem integrieren kann ohne großartige Probleme, weil, weil der Support nicht schlecht ist. Er funktioniert. Er ja. funktioniert, ähm, weil sie sich in, in Unternehmensnetze einfach einbinden lassen mit den ganzen Exchange- und Blabla bla ja. bla und mit den ganzen anderen Bedingungen, die. Die sich so in Unternehmen finden es ist mit Android immer nur eine verdammte Frickelei, so wie mit Windows teilweise. Das ist Und das, das von jemand, der eigentlich auf Android einmal alles geben hat. Ich habe nicht alles auf Android geben. Für mich war das nur der kleinste gemeinsame Nenner. <laughs> also, du hast es einmal wie schon gesagt, neben mir sitzt ja der einmal Apple wirklich cost hat. Also. Ja, kast habe ich es nie. Ich habe es verachtet. <laughs> verachtet Kost, ja, es Kind was Gleiche. Ja, aber ich, ich sage halt so mit der, mit der Zeit, wird man. Ja, ein es ist ein bisschen nachdenklicher oder so. Ich glaube einfach, ähm, das Ding ist, dass wenn man, wenn man wirklich, ich sage es jetzt bewusst, wenn man älter wird, man hat mit Windows angefangen, es war halt immer irgendwas zum Basteln, immer ja, irgendwas tun müssen und das, was ich nicht mehr will, ich will einfach mich nicht mehr darum kümmern. Ich will mich um so eine Sachen nicht mehr kümmern. Das ist mir zu mühsam, das mir ist die Zeit zu so schaut. Ich habe damit in meiner Kindheit und Jugend... Stunden und Tage verschwendet. Und da hat es ja noch Spaß gemacht. Ja, aber ja. ich schaffe es nicht mehr. Ich, es ich, 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 ich geht sich ja von der Zeit her. Man will es einfach nicht machen, mit so einer lächerlichkeiten auseinander auseinandersetzen. Nein, es, es ist einfach, es ist mal wirklich, es ist mal die Zeit, da gehe ich lieber einen Kaffee trinken. Es ist mal oder lisa ein Buch, oder irgendwas. Die Zeit auch. ist zu schwer ja. dafür, ja. Nein, das, das, das ist es leider. Deswegen weil, arbeite ich unter, nur unter Ubuntu Linux, weil ja. da gibt es, habe ich auch keine Probleme. Es funktioniert einfach out of the box. Und wenn einmal was nicht funktioniert, was sehr selten ist, habe ich es in fünf Minuten gefixt. Fertig. Ja, das ist okay. Also, ich möchte mein, ja, ich mein jetzt auch nicht sagen, dass Apple perfekt ist, das brauchen ja, wir da nicht drin, aber es ist halt, sie machen es da halt schon sehr leicht. Sehr leicht also ja. es ist, du steckst irgendwas, vor allem jetzt halt mit den ganzen w oder W1-Chips, was sie jetzt in die ganzen Geräte einbauen, wo die sich dann automatisch mit die Apple Earp AirPods verbinden und es geht halt alles. Es, geht halt alles nahtlos über dieses iCloud Konto ineinander, das macht halt schon Spaß dann. Linsen Linsen Linsen, haben wir noch was zu Linsen Linsen? Na, ich glaube Linsen 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 ist fertig. Linsen 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 ist fertig, okay. Dann oh. hab ich gerade immer mehr. Oh. Na, du warst ähm, Ich habe meint... ich hab... Na, hab ich habe gesagt, das ist ja nicht so tragisch. Ähm, wir haben ja noch was und zwar ähm, also Techpics ja. stimmt. Äh, uh, Nachtmulle sein anscheinend könnten der Schlüssel zum Ewi zur ewigen Jugend sein. Ah, schon wieder. Ja, yeah, also anscheinend, die, die Viecher haben wirklich was, ähm, wo man sagen muss, die haben irgendwelche Gene oder was so, wir wissen es halt auch noch nicht genau. Kennst du übrigens den Sternmull? Ja, den habe ich auch schon mal gesehen, der erinnert so an Alien oder sowas. Mm, den werde ich verlinken. Das, ähm, Schaut euch den Stern ja. mal einmal also an. Also, es ist so, bei uns, bei Menschen ist es zum Beispiel so, dass umso älter wir wären, umso größer ist die Chance auf Sterblichkeit, Tod, Fehler. Das heißt, mit, es ist wahrscheinlicher, dass jemand stirbt, der 60 ist, als jemand, der 30 ist. Allein von der Genetik jetzt her, nicht unter sonstige Umwelt. Ja. Weil, wie schon gesagt, es gibt sonst natürlich auch noch Risiken in der heutigen Welt. Aber es passiert auch anscheinend. Diese Nacktmulle haben das nicht. Also bei denen ist es nicht der Fall. Die sterben nicht? Die sterben schon, aber die haben sozusagen, die wären recht alt. Äh. Also sie wären im Vergleich, wenn man es in die Lebenszeit mit Also den das Menschen heißt, es, es Ding ist ja das. Es ist ja das, das Blöde alt. beim Altwerden ist ja das, dass du gewisse Fähigkeiten, Funktionen einbüßest und einfach halt generell gewisse Dinge schlechter wären. Das heißt, deine Augen wären schlechter, ja, ja. deine Körper, wie ich gesagt, du bist, du wärst kaum noch ein Marathon mit 80 Jahren laufen, es gibt auch noch ein, paar, äh, äh, ja, ja, ja. ein paar. Aber wie ich gesagt, es wird halt alles schwieriger. Also es ist einfach, es wird nicht besser <laughs> mit einem Alter. Also ich fühle mich momentan besser wie mit, mit Mitte 20. Ja, das klappt Also das, ist das <laughs> nein, ich glaube, das ist ich glaube, glaub, das ist dein Lebensstil geschuldet, wollte ich sagen. Na, 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 na. Ja, du hast ja mit Mitte 20, ich meine, du hast geraucht, oder? Mit Mitte 20 habe ich nicht geraucht, ne. Okay, irgendwann hast du aufgehört. Ja, ja, ja richtig aufhören tut man nie. <laughs> ich, rache, ich rache jetzt auch noch hin und wieder, aber. Ui, 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 ui. ja aber, Das passt ja so gar nicht zu deinem Sinneswandel. Ja, aber 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 nicht ähm, unter schachtelweise oder sowas, sondern bei einem Bier. Und da ist Schachtelweise? Nein, nicht. Okay, okay. Ja, aber wie gesagt, ist natürlich ist ein Lebenswandel ja, natürlich. natürlich. Wenn du dein Leben umstellst, ist das klar, aber wirklich, du kriegst halt so, ich meine, ich merke es bei mir, du kriegst halt mit dem Alter einfach so gewisse WWchen dazu, die halt einfach dazu kämen. Ist so. Du bist ein bisschen über 30. Also ja, hallo? Welche wie welche? Ja, meine Schilddrüse morgen nicht mehr so, wie sie ah. soll. <laughs> okay. Ja, das aber stimmt, bei mir sind die Bandscheibe ein bisschen im Ja, eben, so, so eine Sache mal. Und das war eben das, was, was du halt damit weg eliminieren kannst, dass da das nicht mehr passiert einfach. Ja, das war interessant, ja. Also das sind die Dinge, ja. was knockt Mulle eben anscheinend in sich drauf. Analysieren sie jetzt, äh, äh, sequenzieren sie jetzt Dinge in, in Ge die Gen-Dingsbums ja, ja, die DNS und also so weiter, es, ist ja, DNA? es ist ja das beim Axolotl so interessant, weil das Axolotl spürt ja keinen Schmerz und das, glaube ich, kann sich ja diese, diese Gliedmaßen nachwachsen lassen. Stimmt, ja. Das Axolotl ist ja deshalb so interessant, weil so, es ist ein Zwischenstadium. Ich finde den Namen Axolotl immer so interessant. Ich finde es super, vor allem das Tier schaut einfach super knuffig aus. Ich weiß gar nicht, wie schaut man Axolotl aus? Ich hab's jetzt gar nicht im Kopf. Immer so mal kurz während der Sendung. Ja, ja, es schaut aus wie ein bisschen wie ein wo was schwimmt. Oder kleiner Droche, ja. Ja, das schaut voll nett aus. Ah, das grinst. Ja, ja, die lachen eben und. Stimmt. was will man haben, gell? Ich meine, ja, die Viecher, glaube ich, sind aber nicht sonderlich intelligent, weil die stopfen sich alles im Mund ein, was kleiner ist als sie. Ja, also wie, wie Hauskatzen. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Also, also ich kenne eine Geschichte, da hat jemand, <laughs> dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, seiner Hauskatze so, 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 so einen so Rumpf Wur, extra Wurst hingewirkt <laughs> und die Katze hört nicht auf, wenn sie voll ist, sondern die hat die ganze Wurst gegessen, <laughs> erbrochen? erbrochen und weiter gegessen. Das ist aber für Katzen ziemlich atypisch. Na, ich glaube, das ist sehr typisch. Das, das, für das klingt nach Hund. Hunde machen sowas normal. Mhm. Weil Hunde teilen sich ihr Essen nicht ein. In meinen Augen sind ja Katzen auch so ziemlich. Ich will jetzt keine Katzenliebhaber verschrecken, ja. die sagen, uh, die Katze, die ist so nett und die hat ja eigenes, äh, eigene Persönlichkeiten und so weiter. Na, Katzen sind blöd. Das ist das Einzige. <lacht> <lacht> Katzen sind einfach komisch. Ich nenne sie merkwürdig. Sie seien. Sie, sie agieren nicht nachvollziehbar teilweise. Das ist, das ist ich glaube, Katzen sind minder intelligent. Und, und, ich, ich ich und wir versuchen immer den Katzen irgendein menschliches Verhalten zuzusprechen. Und in Wirklichkeit ist es nur ein, ein mind-, minder intelligentes, tierischer... Äh, ich meine, ich, ich war... Eine recht lustige Geschichte von einem Kollegen, der da Katze Und ich bin bei ihm in der Wohnung auf ihn gewartet. Da haben wir auf die Couch gesetzt und der hat halt so seinen Kleiderschrank da stehen gehabt. Und dann schaue ich so, in so einen Kleiderschrank um mich und dann sehe ich auf, von innen so eine Schublade aufgehen. Da hat die Katze von innen das aufgemacht und die ist aus dem Kasten rausgegangen. Er hat mir gesagt, ja, das macht sie immer, wenn sie in den Kasten reingeht, dann geht sie in die Schublade und zieht die Schublade dann zu. Damit sie da, Damit sie drin versteckt so, ist. Damit und damit sie, damit sie dann wieder rauskimmt. Also, das, das sind so witzige Geschichten bei Katzen. Ich hätte gerne mal, dass man die Intelligenz von Tieren wirklich wissenschaftlich untersucht, aber das geht, glaube ich, nicht so einfach. Es ist recht Ich meine, schlimm. Bei Primaten, ja. bei, bei, bei Raben also haben sie es schon probiert. Rauben ja. sind sehr intelligent. Ein hochintelligente ja. Vierer, ja, da gibt es ein paar Studien. Aber gut, die sind ja, machen ja bewusst die Täuschen, ja. Also, das heißt, die täuschen Menschen, damit sie, damit sie zuerst was Falsches vergraben, was ja. sie ja nicht will. Das täuschen ja nicht nur Menschen. Die ah, täuschen auch ja. andere also Rauben, ja. Also ja. Und sie sind anscheinend, auch wenn sie. Ähm, wenn das Deil Rabe ist, ist einer brutal schnell beleidigt. Da hat es, ja. glaube ich, letztes Jahr eine lustige ja. Studie gegeben. Ja, also ist ein sehr nachtragend. Die da. merken sich, wenn du sie einmal blöd behandeln Ja, ja, hat, das ja. ist ein sehr nachtragend. Also, sein also wirklich sehr. So, also, wenn man wieder bei den Katzen, der Katz merkt sich das nicht. Weil sowohl <laughs> du mit <Futter lacht> so ein bist, wieder eingeschissen. Ja, Katzen sein. Ich weiß nicht, Katzen sein. Ich, ich bin eher ein Hundemensch, muss ich sagen. Ich, ich, ich habe ich mein, ich hab selber auch nichts, weil. Na, ja, ich, ich mag Hunde auch nicht. Weil Hunde mag ich ganz gerne. Hab ich habe so eine leichte Angst. Okay. Ja, was heißt Angst? Aber sind wir auch unheimlich, weil sie beißen <laughs> können? Ja, können. Ich, mein, ich mag deshalb Katzen nicht, weil Katzen haben immer leider etwas. Die krallen die halt immer. Aber es nicht unbedingt Wellen, sie krallen die automatisch. <laughs> Weißt du, wenn sie, sie setzen sich was was sie auf deinen Schoßen und hauen sie da die Krallen, rein, um sich festzuhalten. Ach so, ja, okay, ja, das, das kommt natürlich gerne mal vor, ja. Und das finde ich äußerst unsympathisch. Also, das ist halt sie tun sie tun sich nicht absichtlich, aber ja, oder vielleicht dachte man, ein Kotz bin ich mir da nie so sicher. Okay. Kotzen. Kotzen, als Aber, Dass wir noch mal hinterkämen, weil wir da gerade bei Gesundheit und Gesundheit waren. Es gibt jetzt auch was zum Thema Blockchain und zwar jemand oder eine Firma will deine Genome in der Blockchain absichern. Das heißt, sie sind dann in der Blockchain und kennen dir und du kannst dann als Beispiel Pharmafirmen gegen Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, du bist dann immer Besitzer deiner DNA. Ja, aber warum unbedingt in der Blockchain? Weil sie da halt verifiziert ist und du dauernd Kontrolle darüber hast, wer was kriegt und du kannst nachverfolgen, was damit gemacht wird. Ah, oh, cool. Okay, passt. Verstehe. Das, das äh, du ließe sicher anderweitig lösen. Du. Du lässt deine Gene sequenzieren, hast eine Datei und schickst das in ja, ja, aber der Blockchain sind. ist natürlich so, wenn es einmal da drinnen ist drin und, ist ja und die Pharmafirma ja. schickt das jetzt weiter, dann können die fragen: Hey, wo habt denn das hingeschickt? Es ist Weil immer nachvollziehbar. Es ja. ist immer nachvollziehbar. Mhm. Okay, ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Würde, würde ich ich glaube, mit 991 Dollar bist du dabei. Was, du musst sogar dafür zahlen. Ja, ja, einmal, dass das Ding ist, das kostet was. Ja. ja, aber ich will ja Geld dafür kriegen. Ja, das kannst du danach machen. Das ah, ist eine okay. Investition. Aha. Ich würde mir becken, also, ich würde, ich würde also, wenn es nur halbwegs leistbar wäre, ich würde mir sofort meine Gene sequenzieren lassen und vor allem einmal auf, auf, auf mögliche Krankheiten und und äh, und das so lassen. auf deine Risiken, auf ja. die Risiken, auf die alles, die, alles. Die Frage ist halt, ähm, ob das nicht so ist, wenn es die einmal komplett durch ein MRT durchlassen, du findest ja immer irgendwas. Ja, die Frage ist halt. Teilweise ist halt die Psyche dann auch so blöd, wenn du weißt, dass du es das entwickeln kannst, dass du es dann eher kriegst. Self-fulfilling prophecy. Ja, so ungefähr. Also das ist halt die Frage, ob das wirklich Sinn macht immer. Ja. Ja, man, man, man sollte kein ähm, wie nennt man das? Hypo 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 Hypo, Entschuldigung, ja. Man sollte kein Hypochonder sein wahrscheinlich, ja. Ich weiß es eben nicht. Es ist, es ist ganz schwierig. Also ich, mein, ich finde ja MRT super, ich finde das ja verblüffend, das zeige Also wenn du hm. so eine Bilder einmal gesehen hast, ja. das ist ja echt Mit cool. Jeder, ja. Also... Was du als Siegschwänzer jemand, ich mein, mir muss es natürlich jemand erklären, aber was die als draus sehen, das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Und wenn du denkst, einmal, es fahren ein paar Magnete um die um, und das reicht dann. MRT? Magnetresonanz, ja, ja, genau, es aber, paar, aber, aber, ach so, nein, du, da kriegt man keine Lösung. kriegst du kriegst die, die Lösung, ja, ja, kriegst Lösung, ja. Genau, da bist leicht radioaktiv. Ja, ich, mein, ich glaube, ich war schon so oft im Krankenhaus radioaktiv. Das halt also bei meinem letzten MRT habe ich noch einen Hinweis gekriegt, es sollte halt für einen Tag keine kleinen Kinder angreifen. Ich hab mir dann gedacht, haha, das ist auch Vordergrund. Das erste, was ich getan habe, ich habe mir <laughs> von Kindergarten gestellt, mit Süßigkeiten <lacht> angeboten. <laughs> Na, ähm, ja, ich weiß, äh, ja, es ist, du strahlst schon ein bisschen. Also strahlt, also, ja, ja, Ist klar. Aber. Also es ist aber. Es ist verkraftbar, also ich, es baut sich ab. Es und ist genauso verkraftbar wie die Strahlung, die man bei einer Uhr mit ähm, selbstleuchtenden Ziffernblättern hat. Ja, es ist ich meine, es ist eine natürliche Strahlung in der Umwelt automatisch vorhanden. Also wir haben so, wir strahlen sowas ja, die ganze Zeit. Also, das ist, ähm, ich glaube, mir glaub, hat das nochmal Zahnarzt erklärt, wenn du einmal in das Röntgengerät beim Zahnarzt reinkommst, ist es ungefähr so, als wie wenn du zehn Minuten oben auf dem Großglockner stehst oder sowas. Ja. Also, das heißt, es ist okay, also du solltest es nicht täglich machen, aber es ist. Äh, Manche Bergführer machen das täglich. Ey, eh, Und die müssen ein hohes Berufsrisiko haben. Na, ja. ähm, aber es ist ja glaube ich im, Fl im Flugzeug sitzen hast du ja auch automatisch mehr Strahlung nachher. Ja. Also von den her. Man ist halt näher an der an der Ionosphäre ja. und außerhalb der Ionosphäre ist die kosmische Hintergrundstrahlung ja. und die ist einfach, die strahlt einfach. Ja, ich würde es scheint nicht arg problematisch zu sein, also von dem her. Sag so, ich kaum als verkraften. Gadget Pigs, oder? Haben wir noch was? Na, du bist bei Gadget Pigs. Ja, ich, ich habe mir mal gedacht, uh, der Sternmull. <laughs> der Sternmull. <laughs> Damals Video. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich sowas mitnehmen und die in der Sendung ähm, damit spielen lassen. Super. Es ist aber leider nicht rechtzeitig gekommen. <laughs> ich ich habe vergessen zu be wow, ich hab ich spielen. Ah, gestellt. das sind so Rätselsachen. Ähm, der Delo Ring oder und das andere, was, was ich gehabt habe, das Mean no vice Labyrinth. Ja. Das sind so Plastikdinger. Ähm. Der Deloring, das ist einfach ein, ein, länglicher, ein länglicher Tubus, yeah. wo Überwurfkoppe quasi drüber gelegt wird. Yeah. Und Ziel ist es, die Überwurfkoppe vom Tubus zu trennen. Ei, ei, und das ei, ist ei, ei. nicht so leicht, weil, weil man durch Drehen und Ziehen und Drücken und wieder Drehen alle ähm, Labyrinth durchlaufen muss. Okay, ja, ich sehe es schon. Ja. Und. Ist echt lässig, habe ich meiner Schwester zu Weihnachten gekauft. So als, 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 gibt's als klein, du, kleine Nerdspielerei. Gibst du unterschiedliche Kappen zum draufstecken? Oder ja, ja, genau. Es gibt ah. unterschiedliche Kappen. Der gelbe ist, glaube ich, der, der relativ einfache. Ist gibt aber, da bis ultra schwer. Aber im Endeffekt, das ist leicht Das ist Trial and Error, oder das Ding? Ähm. Wenn du mit dem Trial and Error Ansatz rangehst, wirst du es wahrscheinlich auch lösen, aber ewig lang brauchen. Ja, okay, und wie, wie schaffe ich es noch auf einen Lösungsweg zu kommen? Du musst dir merken, wie du drachst. Du musst dir die Abläufe ah, die, die, die des Labyrinths, ah. musst du dir quasi im Kopf einbringen. Also das ist eigentlich so wie ein textbasiertes Adventure ungefähr, wie die alten früher waren. Ja, genau. Also so ähm, gehe drei Schritte ja. voraus, einen ja. Schritt ja. nach ja. links, zwei ja. Schritte zurück, okay. einen Schritt nach rechts, okay, ja. bla 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 und so weiter. Ja. So löst man das Labyrinth. Äh, ich verlinke das Video, äh, schaut ja. euch das an. So ähnlich ist a uh, ist mein no labyrinth Das yeah. ist Aquada. Yeah. Ja. Mit einer und dort drinnen ist eine Kugel, okay. die man durchs durch ah, durch das Labyrinth im Quader äh, lenken soll. Ah, okay. Und ist auch lustig, weil man wieder keinen Einblick hat, wie das Labyrinth aufgebaut ist. Man hat zwar außerhalb des, des Quaders in der einfachen Version Akkorden aufgeruckt, ja. aber man muss trotzdem eine Kugel durchbewegen ja. und das nur zur Hilfenahme deiner Hände. Du drehst ja. den Quader in alle ja. Seiten und so weiter und so fort, in alle Richtungen, um dir die Kugel bis zum Ende durchzulenken. Zu und das ist eigentlich, ja, es macht, macht Spaß. Es ist. Äh, vielleicht was für Raucher, die, mit, äh, die aufhören wollen und irgendwas in die Hände brauchen, so ist es ein nettes Spiel, glaube ich. Ja, ich hasse so eine Dinger wenn ich ehrlich bin. Ich, ich habe für das, da habe ich keine Nerven für sowas. Ja, Rubik's Cube oder sowas, äh, Ach, schlimm. hasse ich. Äh, also, nein, ich. ich mag die ganzen, das ich, hab, als ich, Holz hat es ja die, die Sachen gegeben, wo so gewisse Formen ersparen wird. Ja. furchtbar, ich hasse es. Also, wie Tetris, ich, ich werde Tetris immer hassen, da muss ich Ordnung schaffen, das ist auch so krass. Also, das geht gar nicht. Ja, aber bei Lego macht man ja aus Unordnung Ordnung und Ja, das da, da. Ja, da habe ich aber, da ich irgendein Endresultat. Bei, bei Tetris kriege ich Punkte für das, dass ich Ordnung schaffe, da fühle ich mich gleich doppelt vor. <laughs> das ist ähm, ja. schlimm. Ja, okay. Wir verlinken es schaut, das ist Easy ist also das Nova ist Labyrinth und den äh, Deloring ring einmal an. Äh, wir verlinken auch die, die Amazon- <laughs> äh, äh, Produkte dazu. Ohne Affiliate-Link. Mit Affiliate-Link. Ich, ich kann ja wohl Warum <laughs> sollte man nicht zumindest den Einsatz, den wir bis jetzt geleistet haben, ähm, zu Geld werden lassen? Okay, wir machen einen Affiliate-Link. Affiliate aber wir weisen darauf hin, dass es ein Affiliate-Link ist. Natürlich weisen wir darauf ja. hin. Und ihr zahlt nichts extra, wenn ihr es bestellt. Nein, ihr zahlt nichts extra. extra. Wir kriegen einfach ein paar Prozent, aber ihr zahlt es nicht extra. Und wir sagen jetzt schon Danke. Ja, wenn. Wenn wir die 4 Cent haben, hauen wir ordentlich auf den Putz. Ja. Mit 4 Cent ja. ist zumindest ein 20.000 des technischen Equipments abgezahlt. Richtig. Oder? 4 Cent? 4 Cent mal 20.000. Jetzt müssen wir geschwind rechnen. Kalk. 0,04. <laughs> oh mein Gott. Ich verwende den Taschenrechner am Notebook nicht allzu oft, mal 20.000 nein, nein. na, da, nein, okay, man, da, nein, da nein, darf Das mal Gewinn okay, schreiben, nein, das, <laughs> das, das mal Gewinn <laughs> schreiben Das war. <laughs> okay, nein. Ähm, na, okay. mein My Gadget Pick ist ähm, sozusagen Licht mit Schwerkraft machen. <laughs> ne? Das heißt, das ist eine Glühbirne. Da hast du zwei Schnüre dran und es funktioniert wie ein Seilzug. Du hängst ein Gewicht dran, ziehst das Gewicht nach oben. Und dann fährt es langsam nach unten und so, wird und so wird dann quasi Strom erzeugt und dann kannst du Licht machen. Also das heißt, ist glaube ich speziell für Entwicklungsländer gedacht oder zum Campen eben, wo du keinen Zugang zu Strom hast. Also funktioniert so ähnlich wie ein Dynamo, schätze ich jetzt einmal. Ah, okay. Ja, geil. Also das ist... Ähm, du hast ein Gewicht, du hast oben ein ja, Dynamo. Genau. Du hast eine der Lichtquelle, genau. normal voll LED. Also oh. Ihr werdet sicher ein LED sein. Komm, ja, steht da, ist LED, nicht, ja. ja. Um, und dann hast du so circa für 20 Minuten Licht. Du, das Gewicht hängst auf. Es hat 12 Kilo, steht da. Mit, mit der Schwerkraft runtergezogen. Genau. Oder damit eine geile Idee. Ja, ist gerade, ähm, wenn du wirklich in Gegenden bist, wo du einfach keinen Strom hast. Das ist eine grandiose Idee. Und so, es lässt sich prinzipiell relativ einfach bauen. Ja, ja, du siehst, also wenn du die Homepage und das anschaust, siehst du das eh. Das ist jetzt ein wirklich... Du merkst, es ist als Beispiel für Entwicklungsländer wirklich konzipiert. Also das ist wirklich, damit es einfacher als möglich ist. Aber ich, ich könnte mir das auch zum Beispiel vorstellen, keine Ahnung, bei einer äh, Gartenparty oder God sowas. Camp Camping, Camping. Ja, ja, Camping, ja das ist... Ähm, bei einem Festeln. Also das, so, das ist eine coole Idee, weil, weil im Endeffekt ist nichts dahinter. Du, du investierst kurz einmal Körperkraft, um den Sock genau. hochzuziehen. Hochzuziehen. Und den Rest erledigt die Schwerkraft und die erzeugt Licht. Hm. Also es heißt um, Gravity Light in dem Fall, ja. Turning Gravity into Light. Ja, das, das ist echt eine coole Idee. Verlinke mal das Video, das ja, müsst ihr euch ja, anschauen. Das, das ist sehr das geil. Ist, um, Ich habe auf 9 zufällig gesehen. Auf 9 ah, da bin ich so selten. 9 so, hat oft ganz interessante Ideen und Ansätze drauf. Also es ist recht viel Lustiges. Hm, Gravity Light. Ja, wow. Also wie schon gesagt, das habe ich durch 9 entdeckt. Da habe ich so durchgegangen. Geplattelt yeah. einfach. Ähm, und also man sieht ab und an auf Nein g wirklich nützliche Sachen. Also es ist nicht nur Witz und Spaß drauf. Es sind auch Oder oft, rassismus Ja, das ist bei Nein g ab und an. Ja. Aber na, coole Idee. Wow. Ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die lustigen Sachen gehabt und die interessanten. Ja, und jetzt ein Kim zum 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 es Also ja, du, ich lasse die anfangen. Ah. So. War, ich, ich hoffe, ich sage nichts strafrechtlich Relevantes. Ja, wie schon gesagt, wir werden einmal das Ganze ein bisschen auflockern und locker langsam angehen. Das richtet sich jetzt gegen unsere Regierung. Ja, gut, okay, jetzt hast du schon vorbei. Jetzt ist es strafrechtlich relevant. So, Herr Kickel. Aber ähm, es ist Gute ist, uns herr nicht so viel Leid. Nein, aber der, der Herbert hört so. Ja, bitte, Her das möchte ich mal an, Also ich hoffe, dass der jeden Podcast in Österreich. Das so, Herbert, oder? Herbert Kickel, ja, ich glaube, der heißt Herbert Kickel, ja. Okay, Hans-Josef Kickl. Warte, warte mal, ich, so. ich, ich, ich Facebook hin jetzt einmal. Herber Ist der auf Facebook Kickel? Unser Facebook. Herbert Kickel, ja, ja. Ah, der hat sich so. I was blocked by Herbert Kickel. Ja ja, hast Ja, Neuer. das ist mir mit meinem früheren ähm, Twitter Account auch passiert, ja. Dass die Herr Kickel geblockt ja. hat. Ja, mir haben ein paar ein paar, da, ein paar, ein paar Moderatoren haben mich geblockt und so weiter und ORF Moderatoren mhm. haben die geblockt. Ja, äh, der Herr Oliver Bolzer hat mich unter anderem geblockt. Warst du so böse. Nee, naja, ich habe immer gesagt, dass er nicht kommentieren kann. <lacht> okay. <lacht> ja, und das Formel 1 Team Scuderia Ferrari hat mir einmal geblockt. Die hat die Scuderia Ferrari geblockt. Ja, weil ich gesagt habe, sie bauen scheiß das. Nein, nicht sie bauen scheiß Auto, sondern da, das, dass sie ein scheiß Management haben. Ja, ah, da trifft ins Herz. Ja, das die Fossi die, die, die sind echt ja, da echt ein bisschen hart. Ja, der ist da, da nichts erlaubt. Ähm, jetzt, jetzt muss, jetzt muss man kurz notieren, wie, wie viele Minuten wir da haben. Also wir sind jetzt bei einer Stunde. <laughs> also du, du schreibst da jetzt auf, wie lange der Rand ist. Na, ich muss mir jetzt nur notieren, wann der Rand anfängt für die, für die Sendungsnotizen. Also Rand na ähm, in Österreich gibt es momentan eine Volksbegehren. Drei. Begehren oder Befragung? Na, Begehren. Ja, oh, scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr. Volksbegehren. <laughs> Und es gibt drei. Ja. drei. Es, es äh, davon... An's ähm, geht darum... Ähm, die Kosten für die ähm, Asylwerber auf, auf genau. aufzuteilen. dann ist Frauenvolksbegehren ja ist Frauenvolksbegehren und das Rauchervolksbegehren und ist äh, Don't Smoke Volksbegehren so. das Frauenvolksbegehren das Anti äh, Don't Smoke Volksbegehren sind zwar Begehren die der Regierung eher ein bisschen ein Dorn im Auge sind ihr beide unterschrieben ja das Frauenvolksbegehren muss man erst noch mal genau durchlesen weil aber wäre wahrscheinlich das ihr, ihr habt unterschrieben also ich sage so es war paar Punkte, die ich gefunden habe, die waren recht gut. Ja. Yeah. Ähm, habe ich gesagt, in Rest nehme ich in Kauf dafür. Ähm, und ich sage so, zumindest haben sie noch in Wien Arbeit. Also ja. das ist okay. So geht es passt schon. Äh, ist Don't Smoke Volksbegehren habe ich auch unterschrieben. Ah. Und ja, das, das sowieso, das war das, das war meine Intention, weil ich. Hab, Obwohl ich hab, Gelegenheit ja, habe. Nein, ich habe also. die, hab die Handy-Signaturen, dann geht das recht praktisch. Ja. Ja. Das ist schnell gegangen, ja? Sam ist schnell gegangen, ja. Das, darum geht es jetzt. Ja, ja, bitte. Ähm. Es hat nicht sollen sein, dass es richtig gut funktioniert, die Volksbegehren unterschreiben. Das Innenministerium hat da ein paar Probleme gehabt mit dem, mit dem Online-Voting unter Anführungszeichen. Na, das kannst du nicht Probleme nennen. Das kann man nicht Probleme nennen. Die Problema Probleme waren so, dass FM4 sich eine Stunde darum <laughs> bemüht hat, ähm, ja, ein bisschen drüber zu sprechen und dass es sogar bei heiße Online im News-Sticker gelandet ist. Was jetzt, ja? Nee, es du, es hat sogar, da wäre die Regierung es, mit die Überwachungsmaßnahme noch öfter das es, es war jetzt. sogar lustig, mein Vater ähm, hat sogar hat gesagt, hey das kann ja nicht. Ich meine, er hat gesagt, er kennt sich da jetzt nicht mit den sachen aus, aber er sagt, es wird aber in der heutigen Zeit nicht im Ernst das das Problem sein. Das ist das Problem. Also. Ähm, es gibt da einen o von einem zuständigen ähm, ähm, im Innenministerium daher, ah, äh, jetzt muss ich kurz da den Link fahren damit ich jetzt da den richtigen Namen Ich glaube, jetzt schauen wir besser nach, damit man korrekt auseinandersetzen. Alexander Marakowitz aus dem zuständigen Innenministerium. Also, es, fangen wir mal an. Die Probleme waren, die Server waren nicht erreichbar. Richtig. Und viele, viele Menschen haben das Volksbegehren nicht unterschreiben können. Ja, oder sie haben stundenlange Wartezeiten. Oder haben stundenlange Wartezeiten. Stundenlange Wartezeiten, glaube ich, beim Online-Voting und stundenlange Wartezeiten beim Voting im ich Amt. Beim online vote das ist bei mir sofort gegangen. Das ist also, bei mir ja, auch. Ja, teilweise hat es immer ich, gut ja. funktioniert. Ähm, und es hat halt dadurch Wartezeiten ja. gegeben. Bei, und das vor allem beim Don't Smoke-Volksbegehren. Ein bisschen problematisch, weil es momentan ja, ich glaube, ist jetzt mittlerweile schon das zweite erfolgreichste ist. Ich glaube, es ist erfolgreich. Ja, ja, das ist, Unterstützer gehabt. Also die waren ja innerhalb von ein paar Tagen auf 200.000. 200.000. Ja, jetzt sind sie bei 300 irgendwas. Ja, ja, also das, das sind schon ordentlich viele, ja. was das unterschreiben wählen in im innenministerium waren die server überlastet beziehungsweise die datenautobahn war verstopft verstopft daher herr alexander jetzt muss ich den Namen noch noch <laughs> ich denke immer an karl markowitz aber <laughs> dieser <ist> schauspieler <laughs> aber. Ja. Okay. Genau. der herr alexander marakowitz hat dazu auf nachfolge von fm4 folgendes gesagt wird mache ich den quasi du den, den, ich, ich zitiere <laughs> Sie müssen sich das so vorstellen: Es ist Ferienbeginn in mehreren Bundesländern und auch im Ausland. Das heißt, die Datenautobahn ist einfach derzeit überlastet. Fast nichts anderes, als wenn Sie wirklich in die Ferienzeit starten, wo Sie auch Autobahnen haben, auf denen Sie im Stau stehen. Und leider passiert uns das gerade auch auf dem Daten Highway, um es einfach auszudrücken. So, um es einfacher auszudrücken, drücken, sage so ich jetzt: Blödsinn, was der sagt. Ja, das ist ähm ich möchte nicht wissen, wie viele Bestellungen gleichzeitig bei Amazon reingehen als Beispiel. Und die schaffen es Das Problem war, die Probleme sind ja vor allem bei den ersten 100.000 Unterschriften ja. aufgetaucht. Danach haben sie es ja irgendwie in den Griff gekriegt. Dann hat es nochmal ein bisschen gestottert. Ist ja egal. Ähm, Die ersten 100.000 Unterschriften waren innerhalb von 24 Stunden da. Ja. Das heißt, pro Stunde waren das dann, äh, jetzt rechne ich mal geschwind aus, durch 24. Das heißt, pro Stunde waren das 4.866 yeah. Unterschriften. Yeah. Das heißt, jetzt in der Nacht weniger, unter Docs mehr. Yeah. Rechnen wir pro Stunde in der besten Zeit 10.000, yeah. äh, 8.000 in der schlechteren yeah. Zeit 2.000. Yeah. 8.000 Zugriffe pro Stunde. Yeah. Was für Daten outbauen und was für Server schafft nicht? Datenpakete, die äh, <laughs> den Inhalt einer Website übertragen und Deine Signatur mit deiner Bürgerkarte wieder Retour übertragen. Was für Datenautobahn schafft es nicht mit dieser Datenrate umzugehen? Nein, vor, vor allem ist, ich rechne da jetzt sogar ein, dass okay staatlich Datensicherheit, dass die vielleicht ein paar extra Schleifen drin haben, <laughs> aber selbst das müsste <laughs> funktionieren eigentlich. Weil da denke ich, das ja. sind jetzt keine Zugriffszahlen, die exorbitant hoch sind. Nein, äh, Weil ich glaube, es gibt Webseiten, die haben 100.000 Zugriffe in der Stunde. Es gibt in Österreich Newsseiten, die haben 100.000 Zugriffe oder mehrere hunderttausend äh. am Tag, äh, mit, wo mit was mehreres an Daten übertragen mit Bildern und Videos. Da braucht man ja nur OFAT hernehmen. Ich glaube, das genau, ist ja. immer noch die, die stärkste Webseite in Österreich, oder? Oder Krone.at? Ja, habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht. Also ja. da, lege, da lege ich mir jetzt nicht fest. Aber auf alle Fälle, es muss möglich sein. Also das diese Ausrede, die kann man die nicht. Die Datenautobahn ist verstopft. Sie müssen ja. sich das vorstellen, es wäre Urlaub. Ja, ist ja. Also, also ähm, interessant ähm, dazu ist, <laughs> es sind auf alle Fälle die Kommentare im dort passenden ähm, heiße Artikel dazu durchzulesen. Das ist es euch geben, das ist auch, das, das ist auch recht, recht witzig. <laughs> also, das, das muss man sich ähm, einmal durchlesen. ja. Also, Da haben sich ein paar Leute, die sich auskennen, ein bisschen. Das denke ich mal, ja. ja. Ähm, natürlich ist ja jetzt schon teilweise auch Verdacht aufgekommen, dass das doch vielleicht nicht ganz unabsichtlich war, dass da gerade eine Petition, die der Regierungslinie widersprechen, ein bisschen blockiert werden. Sagen wir mal so, wir können nichts beweisen. Es gilt, nicht die beweisen. es gilt immer es die, Unsch die Unschuldsvermutung. Ja. Aber... Es ist halt da Verdacht aufgekommen, aber ich halte nichts von Verschwörungstüren. Nein, also wie schon gesagt, das Thema lassen wir der FPÖ über. Ja, na, äh, der Rand soll jetzt nicht ausarten, nur ähm, rein technisch ist sowas. Hätte es keine hat, Hexerei, das ist es ist ja schon man muss echt sagen. Also, selbst wenn das jetzt wirklich auf technische Gegebenheiten nicht möglich ist, dann muss man einfach sagen. Dieses ganze Konstrukt basiert auf einer kompletten Fehlplanung. Ja. Auch wenn sie zwischendrin, ähm, es wird das zentrale Wählerregister ja. abgefragt. Also wenn man am Amt ja. unterschrieben hat oder auf der Gemeinde ja. oder mit der Bürgerkarte, es wird immer mit dem Wählerregister ja. im gleichen Zug abgeglichen. Ja, ja, klar. Ich mein ist ja gut so ja ja das passt ja alles, das sagt keiner was aber das müsste zu schaffen sein weil da werden keine ähm, Megabyte Gigabyte ja. an Daten übertragen da werden ein paar Kilobyte übertragen nein ich meine vor allem man muss sich einmal denken Amazon schafft das halbe Internet über ihre Cloud Server zu stemmen ja man darf jetzt Amazon nicht mit der österreichischen vergleichen ja aber ich meine sagen wir mal so zumindest sollte schon eine gewisse Geschwindigkeit dahinter sein weil ich meine sagen wir so weil selbst der Staat oder das Land Österreich kauft ja Programmierer zu und das sind ja keine, die sind ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen im Normalfall. Also, weil die sind ja alles fähige Leute. Und, und, und das ist jetzt die Sache, was ich nicht ganz verstehe, weil Österreich hatte das Bundesrechenzentrum ja. und das solle richtig fett ausgestattet ja, das sein. Das, 100 gut das glaube ich sofort, dass das gut funktioniert. Weil, weil ähm, die machen ja alles. Die, die, genau. die machen ja komplette E-Government. Das ähm, ist, ist, ist Lustige in der Sache ist ja nur, dass ähm, das Volksbegehren Dingsbums nicht über das Bundesrechenzentrum läuft, sondern über Server des Innenministeriums. Da ja, fra da frage ich mich, warum nicht man das nimmt man nicht das, Also habe ich halt gelesen, dass es so ist. Ich hoffe, ich habe mir hätt's da nicht fair lesen, aber scheinbar läuft die Volksbegehren und das Wählerregister über die Server vom Innenministerium, ja. und nicht über das Bundesrechenzentrum. Ja. Und wenn dem so ist, warum man nicht aufs Know-how vom Bundesrechenzentrum zugreift, weil ja, das ich würde es auch eher da drin bündeln. Ja, also es ist, uh, um, weil läuft die E-Card nicht da über die. Über das Bundesrechenzentrum? Ja, ja da alles. Ja, die eben, ganzen, weil, ähm, weil, weil wenn ich mir denke, was bei der e in Zukunft alles möglich ist, dass du quasi komplette Befunde mit Bildgebung etc. über die E-Card das ist ja viel mehr an Informationsflut. Was ja. du da, weil allein so eine MRT-Aufnahme hat schon ein paar Megabyte, also da reden wir schon von wahrscheinlich ordentlich Volumen dahinter. Ja, klar. Also, da, da, da reden wir jetzt wirklich, weil da muss er ja nur abgleichen: gibt es diese Person im Wählerregister und darf der das unterschreiben? Genau, das ist ja die einzige ich, Abfrage, die, ähm, die ja durchgeführt wird. Also, da ist es nicht, nicht mehr. Ja, gut, jetzt sind wir auf 350.000 schon als Unterstützer. Äh, Unterstützer sind sie jetzt auf 357.000, ja? ja. Genau. Ich ähm, hätte mal geschwind checken ob ich mich da jetzt nicht äh, hab. Und ob der Server wirklich ah, okay, beim, beim, beim BRZ oder beim I BMI steht. Aha. Aha, okay. Server unknown. <laughs> ah, jetzt geht's. Ähm. oh, man kann da auch bingen. Okay, dann haben sie wenigstens ein bisschen... Ping da nicht zu. Red du dabei weiter, okay. damit es nicht so <laughs> komisch anhört. Clemens probiert gerade ähm, äh. rauszufinden, was die Sache, wo, de, wo der Server jetzt genau liegt oder wo das jetzt drüber ja, ja, liegt. Ich, ich hoffe, hoff, dass ich es halt zumindest ähm, grob außerfinden kann. Ja, ich meine, wie schon gesagt, wir sind ja nicht jetzt ein, wir sind ja keine Netzwerktechniker. Ah, wohl Bundesministerium für Inneres, Sektion 4. Also, er gehört nicht zum Bundesrechenzentrum, so wie es da jetzt Dann läuft es über das Bundesministerium für Inneres. Laufen, ja. ne? Also, so laut ähm, HUIS-Abfrage ist es. Ja, ich meine, okay, ja. sagen wir einfach einmal, das Innenministerium ja. ist, war über. Sagen wir einfach, vielleicht stellen sie es jetzt aufs Rechenzentrum um, vielleicht sind sie jetzt drauf draufgekommen. Keine Ahnung wenn es Probleme gibt. Ich habe ja absolut ja. kein Problem, wenn es ein IT einmal hapert. Ja, ja, das kann passieren. passiert mir ja. passiert. Ja, oft. Nur so eine Aussage, Sie müssen ja, da, sich das vorstellen, wie eine ja. Datenautobahn. Und da meine da sind mein wir jetzt genau wieder bei denen, diese Market, dieses marketing pseudo blabla bla bla Ich sage irgendein Scheiß, was nicht auf Fakten passiert. Er soll sich einfach hinstellen und sagen, Entschuldigung, wir haben ein Problem. Fertig. Ja, fertig. fertig. Die Sache ist erlegt. Es wird jeder verstehen. Es es, nicht um einen heißen ich, Brei umreden, sondern einfach sagen: Ja, fuck, unsere Ressourcen sind wir, zu knapp bemessen. Wir, wir haben, haben ja, Lastprobleme. Wir, wir haben das nicht so. Wir haben uns das nicht so vorgestellt. Wir haben gedacht, es wird nichts an anderen geben. Fertig. Und wir ändern das jetzt an. Ja das, ja, das ist halt. Ähm, na, unsere Regierung will ja generell als unfehlbar wirken, deshalb machen wir ja eigene Pressestellen und eigene Presseschnittstellen und was weiß ich was, wo man nachher immer gottgleich präsentiert wird. So, das war jetzt das Oberreißer thema gell? Ja, wie schon gesagt, die, unsere Regierung wird schon noch ein paar Gusto-Stückchen parat haben die nächsten Jahre. Ich glaube, da können wir in der nächsten oder übernächsten Sendung sicher über den Bundestrojaner sprechen, der eingeführt wird, über die WhatsApp-Überwachung des Innenministeriums. <laughs> ja, vor allem über die Facebook-Überwachung des ich, ich Innenministeriums. Ich denke mir da teilweise, WhatsApp, das ist, so, das ist so wieder so ein klassisches Schlagwort. Hat schon mal jemand eigentlich angedacht, dass sie sogar theoretisch über Tinder das machen könnten? Hat jemand schon einmal angedacht, dass man sich theoretisch auch über PlayStation ja, einen PlayStation-Chat oder der Oder ein Kollege kann? von mir hat mir auf Facebook so geschrieben, haben Sie mal gedacht, dass man sich einen Brief schreiben kann? Oder einen Brieftauben schicken? Ja, also äh, diese vollständige Überwachung und diese absolute Sicherheit, die gibt es nicht. Das ist es. Und vor allem, wer soll diesen ganzen Blabla -Bla auf WhatsApp auswerten? Das ist so. So eine Datenflut mit so viel wirklich Schas einfach. Wer garantiert der Regierung, dass die Zugriff auf WhatsApp kriegen? Ja, das ist das nächste. das äh, seine äh, WhatsApp ist ja mittlerweile auch End-to-end -End verschlüsselt. Ja, Man in der mittel mit, ähm, wenn man die Keys hat, kommen als Man in der Middle aus ja, why not? Die schaffen es nicht einmal um einen Server gescheit aufzustellen, an welchen Test zum kriegen. Nächstes Thema. <laughs> Spaß, Pics. Ich glaube, du schon, weil jetzt, 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 jetzt muss ich mich kurz mal wieder. Also, du musst ruhig. Du musst, also ja, das hat dich so aufgebracht. Das ähm, hat dich so aufgebracht, ja. Und zwar, ich habe like, eine Geschichte, ähm, wie Zitronen quasi die größte kriminelle Organisation, also wirklich die sizilianische Mafia, erfunden haben. Oder das ist durch Zitronen entstanden. Was? Ja, das ist ähm, auf der Seite I fucking love science. Ah, liebe ich. Ja. Ähm, ist eine super Seite. Äh, ich nehme jetzt gar nichts vorweg. Einfach den Artikel einmal durchlesen. Ist recht unterhaltsam, wie durch Zitronen die sizilianische Mafia entstanden ist. Also einfach, gibst mir jetzt davon. Nein, ich will nicht, will nicht spoilern. Ich will jetzt nicht spoilern. Das ja, aber ist du, du kannst schon kurz. kurz Zitronenmangel? Ja. Mafia hat es gelöst. Also dadurch hat sich die Mafia gebildet und so weiter. Also ja, aber warum Zitronenmangel? Waren die angewiesen auf Zitronen? Ja, ich, wie gesagt. Durchlesen, ist echt lustig. Okay. Also man soll es durchlesen, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, ist sehr unterhaltsam gewesen. Ich habe like es gleich kurz durch Zufall auf Facebook mitkriegen und habe mir gedacht, okay, das kann man da reinnehmen, das ist gut. <laughs> das, ist, das ist durchaus passend. Es ist ein ganzer kurzer Artikel. Also er ist wirklich, er ist in drei Minuten gelesen. Ja, das ist, das ist genau die Aufmerksamkeitsspanne, die die Menschen heutzutage brauchen. Kingdom kommt so ich bin. Äh, okay, dann bin ich. Ja. Yeah. So, ich, mein, mein Link funktioniert nicht. Na, der funktioniert bei Come. mir auch nicht. Kingdom Come. Okay, müssen wir es googeln. Also ich will euch mal kurz erzählen über das Spiel Kingdom Come. Irgendwo habe ich da einen Schreibfehler drin. Äh, Kingdom Come Deliverance. Yeah. Ähm, cool Spiel. Ich tausche es da mal aus in den Link gleich. Ja, danke. Ähm, Kingdom Come Deliverance ist ein Rollenspiel. Ja. Es ist aber in dem Sinn einmal etwas Neues, man kämpft weder gegen irgendeine komischen Monster, man hat keine Zaubersprüche und Feuerbälle, so wie oft so in die Rollenspiele, ja. sondern es spielt im Böhmen des 15. Jahrhunderts, so um 1400 umher, ja, also 15. Jahrhundert. Und man ist auch ein, ein, ein junger Knabe, ja, so würde man sagen, Anfang 20, dessen Eltern... Bei einem Angriff einer, einer feindlichen Armee ähm, getötet wurden und man ist dann jetzt dem Grafen, dem lokalen Grafen unterstellt und muss halt ein paar Sachen machen. Wie zum Beispiel sich im Schwertkampf üben, aber paar F äh, Kriminalfälle lösen, ähm, durch die Stadt patrouillieren und für Ordnung sorgen und so weiter und so fort. Mhm. Hört sich mhm. jetzt nicht, nicht so sonderlich spannend an. Ist es aber. <laughs> das, ist, das Setting ist nämlich grandios. Die, die, die Geschichte, die erzählt wird, ist grandios. Ähm. Es gibt aber so Sachen, die Grafik vor allem. Es schaut nicht so wie manche Spiele einfach so komplett überzeichnet aus mit grelle Farben und so weiter und so fort, sondern es schaut relativ. Es hat eine natürliche Farbgebung. Das ist einmal das Erste. So was haben wir schon lange mal gewünscht. Ein Spiel, was relativ natürlich ausschaut von der Farbgebung her. Ja. Zweites ist, das Kämpfen ist schwierig. Der Schwertkampf ist schwierig mit Maus oder Joypad. Äh, man muss sich abmühen. So wie Schwertkampf halt nicht einen a drücken ist, ist das halt auch schwierig okay, im Spiel. Ja. Ähm, und es man kann nicht jederzeit speichern. Hey, okay, das ist ähm, <laughs> das heißt, das ist so dieses Retro-Scham-Spiele-Prinzip wieder. Nein, das nicht. Ähm. Also nicht botenschwer und du stirbst so ungefähr 300 Mal, na. so wie Dark Souls oder sowas. O oder Cuphead. Na. Ja, Cuphead, genau. Hast du angeschaut jetzt? Ja, okay, okay. Ja, dann warst du was ich meine. Ja. Ähm, Nein, es ist nicht so schlimm. Es speichert, wenn man länger geschlafen hat. Okay. Yeah. Es speichert ähm, bei, bei, bei ähm, wenn man einen Teil von einer Quest gelöst hat, speichert es automatisch. Okay. Und wenn man Schnaps hat, kann man auch speichern. <laughs> Natürlich, wenn man, man Schnaps hat, man kann, kann man kann, immer speichern. Man kann drei Savior yeah. Schnaps mit Zahn. Yeah. Und mit jedem Savior, maximal drei Stück, yeah. dann kann man dreimal speichern. Okay, gut, okay. das, das ist okay, das ist guter Kompromiss: Guter Kompromiss. Die Sevier-Schnaps sind nur verdammt teuer, also von dem her Überlegst das überlegt man ja. sich, ob man den überhaupt kauft. Ja, äh, ja also ist auf alle Fälle an ähm, ein, ein Blick wert. Gibt es für PC, PS4 und und Xbox, glaube ich. One, yeah. Xbox One ähm, läuft auf die Konsolen nicht sonderlich gut, <laughs> weil die zu wenig Power haben. Läuft bei mir auf meinem ähm, antiquierten PC auch nicht mehr so richtig gut, weil der auch nicht mehr viel Power hat. Okay. Aber macht trotzdem Spaß. Also ähm, ist echt einmal was anderes rollenspielmäßig. Okay. Ähm, begleitet ist das Spiel, aber am Anfang immer ein bisschen warm von, von ein bisschen Shitstorm und so weiter und so fort. Da haben sich nämlich die politisch Korrekten einmal beschwert. Ähm. Warum denn im Böhmen des 14. Jahrhunderts keine ähm, dunkelhäutigen ähm, NPCs oder, oder oder Gegner oder Hauptcharaktere ja. sein? Also warum im Endeffekt keine Schwarze im Spiel auftauchen? Ja. Ähm, und haben das mit mit haben das belegt mit Bildern aus dem 17. Jahrhundert mit Gemälden aus dem 17. Jahrhundert, ja. wo Schwarz abgebildet? Keine Ahnung. Politisch korrekt hin oder her. Ich glaube ähm, im Böhmen das äh, im um, Böhmen um 1400 hat sich die Zahl an nicht relativ gering gehalten. Das würde ich jetzt auch mal schätzen. Ich meine, ich weiß es nicht, aber. Ich weiß ich, es auch nicht. Genau. So, da würde ich echt gerne mal mit einem Historiker sprechen. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel ist empfehlenswert. Schaut es euch an. Also wenn ihr auf, auf, auf Rollenspiele steht und einmal ein bisschen was anderes probieren wollt, ist es auf alle Fälle ein netter Kompromiss zu haben, glaube ich, mittlerweile um 50 Euro oder so. Bei Steam. Ah, um 60 Euro. Uh. Uh, okay, das ist noch relativ uh, 60 Euro ist, ja. Ist für ein pc spiel Ja, wartet jetzt am uh. Monat noch nicht, es gibt sicher oh uh, das äh, ist aber wirklich teuer für pc am Monat, da gibt es ein sale Also es ist Und teuer für ein pc spiel Ja, aber es schaut, es schaut zumindest interessant aus. Es ja, ist es, so. es, es schaut echt aus. Also es macht da Spaß. Also ich habe mittlerweile knapp zwölf Stunden drauf. Ja. Ähm, es, es macht teilweise einfach wirklich Spaß, durch die schöne Landschaft zu spazieren. Das, das ist okay, ja. weil der Wald, Das schaut alles so echt aus. Die Bäche. <laughs> ähm, man merkt auch, dass das Spiel nicht ähm, das, ähm, von einer äh, künstlichen Intelligenz oder so nee. generiert worden ist. Also man merkt noch, dass du jeder jeder Baum, jedes Heisel äh, mit Hand gesetzt worden ist. Also so wie die klassischen Gothic Gothic-Risen-Spiele. Okay. Also ähm, ist einmal ein Blick wert, ja. Okay, ihr war anders für Rollenspiel. Uh. Little Devil Inside Hast, das. ist war auf Kicks. Ähm, nachdem die Kickstarter-Kampagne um war, habe ich es einmal gefunden. Ähm, und das Spiel hat dann ein, hat sehr eigene Grafik, schaut recht interessant aus. Ähm, und es geht eigentlich darum: du bist so ein Ort, du hast schon einen sehr komischen Beruf in einer abstrusen Welt, du bist halt Monsterjäger. Und so quasi, du untertag beschäftigst dich halt damit, Monster zu jagen, und am Abend kannst du quasi auch Freizeitvergnügen in der Stadt machen oder sowas. Also, es ist, es gibt noch nicht so viel Material, dass man jetzt sagen kann, du kannst dann 100% Eindruck machen. Es schaut halt brutal spannend einmal aus. Weil du hast ja sehr eigene Grafik. Das finde ich immer mal interessant. Ähm, und Hat ein bisschen da, was von Grim Fandango. Ja, so in die Richtung habe ich es mal gedacht. Ähm, und du siehst ich meine wir werden noch nicht ein paar Videos verlinken und sowas ähm, du siehst zum Beispiel dass du halt dann einfach in einer Wüste bist da dann an ein Lagerfeuer machst dann halt so mal tausch Monster Jagd bei Händler was kaufen kannst selber ja es schaut sehr es ist schon sehr spannend aus einfach also man muss es sagen es könnte wirklich ein cooles Spiel werden also so wie es bei Kickstarter beschrieben ist muss man auch sagen hat irgendeinen gewissen Charme. Ich bin aber gespannt, ja. Also ich bin momentan eh so, ähm, je mehr neue, also neue Ideen, gerade die ganzen Indie-Titel, die jetzt noch dabei ausschießen oder jetzt schon seit ein paar dort, do, die faszinieren mich teilweise mehr wie die großen Triple A Titel von EA, Ubisoft und so weiter und so fort, weil da weil echt so eine Perlen dabei sind von einem Menschen, die sich wirklich noch was dabei gedacht haben. Also. Ja, ich mein, man muss ja vielleicht, da muss man wirklich Danke Kickstarter sagen. Ja. Weil es wirklich nur durch Kickstarter möglich ist, teilweise so eine Dinge überhaupt in die Realität zu bringen. Ja, Kickstarter start next, wie ja. sie alle hasen. Weil sonst. Ähm das einfach gar nicht mehr gibt. Also, weil EA wird so ein Spiel nie rausbringen, nein. weil die probieren, die riskieren nichts. Die riskieren nichts. Nein, ja. die, die, haben, die haben einen, einen Businessplan ja. und der baut darauf auf, die Spiele, die sich gut verkaufen, einfach immer wieder rauszubringen. Ja, fertig. Das ist echt. Dazu gehören die Sportspiele und, und die Call of Duty-Serie. Ja, ich meine, FIFA, ja, das kommt jetzt ja einmal raus und nachher ja, freuen wir ja, uns. Ich meine, ich spiele es zum Glück eh nicht, aber. Ja, nein, ja, nicht. Das ist nicht so meins, ja. Also, Aber gerade die ganzen Indie-Titel, so über Kicks, über ja. die ganzen Plattformen finanziert werden. Ja, Na, und man sieht wieder einmal, ja. was man schön sieht, ist einfach: Grafik ist nicht alles. Also nicht High-End-Grafik. Es muss das, nicht immer High-End-Grafik sein. Das so, ja. Also, ja, also ich bin absolut. Story wahr. ist einmal ein wichtiger Punkt. Und wenn die gut ist, dann muss die Grafik nicht mehr so. Top of the Edge sein. Also da kann es einmal eine Comic-Grafik durchaus auch sein, die einfach nicht so Rechnerintensiv genau, ist. Deshalb spiele ja, ich immer noch gern Half-Life 1 und Half-Life 2. Das ist, ähm, ich nehme zum Beispiel den Klassiker her, Final Fantasy 7. Das kannst du. Die Grafik ist mittlerweile, das kannst, das ist wirklich ja, furchtbar, halt. aber die Story ist einfach gut. Das ja. muss man noch sagen. Das ist noch immer eine, der, das ist der beste Final Fantasy Teil für mich, ist Final Fantasy 7. Ja, ich war nie ein Final-Fantasy-Fan von dem. Aber ja, die anderen habe ich auch, also der Neuner ist gegangen, der Neuner habe ich auch noch gerne gespielt, aber die anderen, na Aber Siebener, super Story, muss man echt sagen, also dort Square Enix Square Enix, ja. Square Enix, hat, Square, Enix ja. Square Enix hat da wirklich was abgeliefert. Das muss man seinen wirklich lassen, also das... Aber eben, ich hoffe, dass noch mehr so eine Titel wirklich rauskommen durch mhm. Kickstarter, also dass da wirklich leid aber, aber was ich gesehen habe, da sind ja einige noch... Ähm, in Bett, also ich habe in letzter Zeit schon. Ich, 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 fang, ich will jetzt nicht alle fanden oder sowas. Das Kingdom Come zum Beispiel war ja eine Kickstarter-Kampagne, wo ich ja relativ früh eingestiegen ja. bin mit 35 Euro oder 40 Euro damals. Ich habe noch einen schon Zugriff auf die Alpha und auf die Bett okay, ja, so gehabt. Ähm, ich, aber hin und wieder sind da schon äh, und ein Spiel, was ich noch ähm, bei Kickstarter gefunden habe, das war das Bad benz Ja, 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 das habe das, das hab ich auch gefunden. Ja, ähm, ja gut, das, war, das hat einen gewissen kult faktor ja. schon gehabt. Ich mein, da finde ich schade, dass sie glaube ich nicht diese Summe zusammengebracht haben, dass sie die Originalmusik reintun können. Er ist schon drin. Ich haben ja sie die noch dazu gekriegt. Ja. Oh super, okay, weil, ähm, das, hab, weil das da ist, doch, gar, doch. da gar nicht echt viel verloren mit Du hast noch gar nicht gespielt, oder? Ich habe mal ganz kurz rund. Ich hab's mal runtergeladen, aber ich habe es noch nicht gespielt. Ach so, okay. <laughs> na weil, weil ich hab's es ähm, beim Release ja. geladen und gespielt, dann haben sie es verkackt gehabt von, von der Steuerung her. Ja. Und zwei Wochen später haben sie es gepatcht gehabt und seitdem lässt sich das super super bedienen. Es macht Spaß. Also die Story ist ja, komplett ba wir. Bud Spencer, Devin Seale, okay, das sind einfach so, das seien so Klassiker, das kann man ja, sagen. Das, das ist, ist jetzt keine hochtrabende Literatur oder, oder Film. Noir. ja, Ich, <laughs> ich finde die Filme nach wie vor immer noch gut. Also, ja. also, ich ich, ich schaue mir die immer noch gerne an. Also es ist jetzt nicht was, wo ich sage, uh, nein, nah, geht gar nicht mehr. Also, das geht immer, gleich wie Nackte Kanone, das geht immer. Geht immer ja. so Nackte Kanone 1 bis 3 geht traumhaft. Immer. Also da, ja. ich finde find jedes Mal was Neues, worüber ich lache. Ja. Ja, ihn in Isen ist einfach, ähm, da war es, das war eine halt Paraderolle. Ja, ähm, ja war es das mit den Spielen. Dann haben wir jetzt noch die Lasepiaks. Oh, lesen. Lesen, lesen, lesen. Ähm, ich habe da ein, einen coolen Artikel ausgefunden von einer Studie, die in den USA durchgeführt worden ist. Ähm, von US-Psychologen. Also es ist jetzt eigentlich keine Studie, sondern die haben eine Theorie aufgestellt. Ähm, da geht es darum. Ähm, Warum, warum sich die Fake News so gut verbreiten und, und warum, warum Menschen sowas für bare Münze nehmen? Ähm, ja. Das haben sie am Beispiel gebracht von, von Donald Duck seiner Amtseinführung äh, in den USA, wo ja nicht wirklich viele Menschen zu Gast waren, da auf dem großen, großen Platz vor dem Weißen Haus oder äh, nicht Weißes Haus, wie heißt der Turm da? Ähm. Um. Um, Memorial, Memorial, Memorial uh, Statue. Uh, Statue Lass mal Lass mal so, Lass 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 mal so stehen. Ja. Ähm, Beim Obama seiner Umzweiflung war, war, war das Gerammelt voll damals. Also da war er wirklich Full House. Beim Donald Trump, okay, davor habe ich Donald. Ja, ja, ich weiß. Ja. 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 Beim Donald Trump war doch nicht so viel los, aber er hat ja. gesagt: Nein. Da war mehr los. Es waren noch nie so ich. viele Menschen, bei der Amtseinführung ja. eines amerikanischen Präsidenten. Richtig. Hat der hat behauptet, es hat aber Fotobeweise gegeben. Ja. Na, er hat gesagt, es ist so. Ja. Und seine Jünger glauben das. Ja. So. Ähm, amerikanische Psychologen haben jetzt eine Theorie dazu entwickelt, warum das eigentlich so ist. Ja. Und ähm, ihr müsst euch den verlinkten Artikel bei Heiße Online einmal durchlesen. Ähm, ich empfehle euch auch noch das Originalpaper ein bisschen durchzulesen. Ähm, über Mittel und Wege ist das nämlich auch, äh, ich glaube, das ist sogar öffentlich, weil ich habe es mal kurz angeschaut, ich habe da kein ähm, Paywall gehabt, ja, ist, ist egal. Ähm, summa summarum ist herausgekommen, dass ähm, Falschmeldungen, Fake News, werden demnach von Menschen geglaubt, die ihre politischen Überzeugungen oder ihre Zugehörigkeit zu einer Partei höher bewerten, als das Ziel, genau zu sein. Also es ist, es ist den ähm, Donald Trump Jüngern wichtiger, ähm, so in ihrer Stammtischrunde äh, gemütlich zusammenzusetzen oder, 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 oder der, der Truppen der kompletten ähm, republikanischen Truppe zugehörig yeah. zu sein, ist denen wichtiger als die Wahrheit. Ja, das ist, ich, meine, ich die, die Theorie ist gut. Ja. Für mich ist das eine Binsenweisheit, weil es. Ich, ich meine, wir sehen sie laufen. Wir sehen sie vor der eigenen Haus. Ja, ist also, wir brauchen sie ja nicht mehr aufregen. Aber je, jedenfalls haben sich einmal US-Psychologen wirklich damit beschäftigt. Und, und gehen dem halt wahrscheinlich nee. im Folge auch ein bisschen näher auf den Grund, was eigentlich die psychologischen äh, Beweggründe oder ja, bewusst ja, oder bewusst dahinter sind, warum das so ist, wie es ist. Ich mein, ja, der Mensch ist ja ein Gruppentier einfach. Das ist ähm, das ist so gelernt. Du hast früher allein in der Gruppe überleben können. Deshalb brauchst du es jetzt auch wieder. Das scheint ja. für viele wirklich Antrieb zu sein. Ich will halt auch, ich bin bei einer Gruppierung dabei. Ja, aber aber, aber das ist etwas, was ich nicht verstehe. Okay, ich, ich verstehe, wenn man an einer, an einer Vollschmeldung ähm, aufsitzt. Ich, ich verstehe, wenn man, ich, ich verstehe, die, 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 dass man ein bisschen an Astrologie oder ähm, wie nennt man das mit den Kügelchen, Zuckerkügelchen? Globuli. Äh, Globuli wenn, ich glaube, ich, ich verstehe, wenn man ein bisschen dran oder ich verstehe, wenn man dran glaubt das verstehe ich. Aber also ich verstehe es bei global nicht weil es ein reiner Placebo-Effekt ist das ja. ist ich meine, der Placebo-Effekt ist zumindest nachweisbar aber ein Rest das geht mir auch nicht in den Kopf aber okay ja. ich meine, es, ich, es tut ich, niemand jemand ich verstehe eh es damit. insofern dass man an Astrologie und den ganzen eso so Quatsch glaub wenn man zum Beispiel es nicht besser war die wissenschaftlichen Hintergründe dahinter nicht kennt das verstehe ich, ja. ich verstehe nicht warum man sagen kann bei der Amtseinführung waren so viele Menschen wie niemals zuvor und man hat andererseits ein Foto das das komplette Gegenteil behauptet. Das verstehe ich nicht. Es ist komplette Ignoranz. War, 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 Warum 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 Fakten? Ja, ja, na, so richtig ausgeblendet Nein, werden. Das, 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 das es, ist etwas, was ich der verstehe. Das hat ja Jan Böhmer mal so einen netten Hashtag gehabt, postfaktisch. Wir leben in einem postfaktischen Zeitalter. Ja, das, das stimmt. Das, das, ist, ist, ähm, das ist wirklich der Punkt. Es ist ja ich einmal, nimm mal als Beispiel Impfgegner her. Ja. Es werden Sachen geredet, wo du denkst, ich meine Kinderlähmung und die ganzen Sachen. Oh, jetzt jetzt beginnen wir uns das dünne Eis. Puh, da, kann, da tauchen jetzt die Impfgegner in unsere Kommentare sicher auf die will ich heute dass die mir zuhören. Also okay, wie ja. schon gesagt, also, ähm, da denke ich mir, naja, wenn man sich anschaut, was passiert ist mit diesen ganzen Krankheiten. Die Dazu verlinke ich übrigens ein Video von ASAP Science, der ja, ja. das Impfgegner-Dings ja, ja. hat Nein, mal äh, aufgedröselt. Das ist, ähm, wo ich mir denke, hey, da reden wir von ernsthaften Erkrankungen, vor allem das betrifft teilweise ja nicht an Menschen, da geht es ja teilweise auch um gesellschaftliche Verantwortung, was du teilweise sogar tragst damit. Ähm, und wo immer denke naja, ich, denk, na ja, ich meine, da gibt es einfach so viel wissenschaftliche Nachweise, dass das wirklich uns einfach geholfen hat und dass diese Sachen teilweise sogar komplett eliminiert waren. Die hat es nicht mehr geben, gewisse Krankheiten. Ja. und Jetzt kämen sie jetzt wieder. Jetzt kämen sie natürlich wieder. Wo immer wo denke wo ich, denk, ich meine, da geht es um eine Spritze, die nachweislich kaum Nebenwirkungen hat. Arzt oh, zu einer Million. Also, wo immer denke ja. Es ist halt, ich meine, da reden wir im Verhältnis. Das Risiko zu erkranken an der Krankheit, wogegen die ist Spritze. Ist viel höher. Genau, das ja. ist, ist viel höher. Ja, also das vor allem die Konsequenzen daraus, seien ja nicht. Wir reden da nicht, dass du jetzt ein, ähm. einen Schnupfen hast. nein, da reden wir schon von gravierenden Sachen nachher. Ja. Wo ich mir denke, so, weil das, wenn da jemand sagt, ja, das kuriert der menschliche Körper selber. Ja, passt. Ja, genau, eben passt. nicht. Machen wir es einmal. Ja. Man braucht sich nur die Lebenserwartung ja. von Menschen in Mitteleuropa ja. im 14. 15. Ja. 16. Jahrhundert nicht so hoch. Die war nicht sonderlich ja. hoch. Da war teilweise mit 50 war doch finito. Ja. ja. Teilweise noch früher. Oder noch früher ja. Ja. Äh. Also, und da muss man halt nur schon sagen, das ist das so. Das so gefährliche Sachen. Aber eben, wir haben es ja in Österreich. Ah, das ist ja nicht das. Es ist ja genau dieses Problem. Fakten werden gekonnt ignoriert. Ja, wie gesagt. Ich, ich weiß, dass es so ist. Ich verstehe nur nicht den Mechanismus im Hirn, der das ja, zulässt. Es, wahrscheinlich kann das nicht sein, dass jemand dein Messias angreift. Es geht einfach äh, nicht. Es ist, äh, das, das, das. Also, wenn, wenn jetzt ein Computerprogramm, äh, wenn ich jetzt ein Computerprogramm habe, das zur Aufgabe hat, eins und eins zusammenzurechnen äh, und es gibt eins eins, äh, aus 1 eins und 1 nicht zwei aus, sondern drei. Das Dann schaue ich schau mir das Computerprogramm an, sag, das hat einen Fehler. Ja. Okay. Ja, ja, das für mich haben die Menschen auch irgendwo einen Fehler. Ja, das seien das wir jetzt wieder in der Geisteswissenschaft. Menschen seien nicht rational. Das ist, Menschen kennen nicht rational. Ja. Ich, ja. Das, das ist, also ich glaube, das Problem werden wir nur länger haben. Ich, ich kann es ich kann's, ich, ich kann's einfach nicht anders erklären. Für, für mich. Ich, 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 ich schalte aus. Wenn, ich, na, da, da, ja, du arbeitest mit Menschen und nein, Menschen wenn, sind schwierig. Wenn ein Fakt gegeben ja, ja. Is, nein, es ist, kann ich es nicht äh, ausblenden. Ich meine, wir fangen ich ja schon an, nicht. Ich mein, wenn ein Impfgegner einmal gegen einen Arzt ist, weil er sagt, ja, der ist Arzt, der muss so reden. Oh, ja, äh, da, genau. dann, dann weiß ich. Das ist klar für die Pharmakonzerne. Ja, wo ich mir denke, wie ich gesagt man kann jetzt über Pharmakonzerne klar sein: Pharmakonzerne nicht nur noble Ritter, aber. Ja. Es geht ohne See auch nicht. Das muss man einfach mal. Es ist auch, du brauchst Pharmakonzerne, weil du sonst kriegst du keine einzige Doppelblindstudie mehr zusammen, weil das einfach ein kleines Vermögen kostet, das Zeige ich auf dem die Markt zu bringen. Hat aber auch den Vorteil, die Medikamente seien dadurch sicher. Eben. Jetzt das ist das, das ja. Weg Ein Medikament äh, ja. und vor allem Impfdosierungen, die kämen ja nicht von heute auf morgen Nein, auf den Markt. Ähm, die, die ganzen Spritzen, was ja. man heutzutage kriegt, äh, als schon als Kinder, ja. das sind das sind, äh, Präparate, das sind 30-40 Jahre Jahr Erforscht und ja, auf dem ja. Markt sind. Eben, das ist ähm, äh, und da einfach zu sagen, na, das, das, das Big Pharma ist der Bösewicht, Na, der volkswirtschaftliche Schaden, wenn es den nicht geben würde, wäre. Ja. Ja. Um, 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 um mehrere äh, äh, Größen größer ja, ja, sowieso. Als, als die Kosten, die durch die Medikamente dem, dem Staat entstehen. Äh, ja, also, nein, eben, wir bewegen uns halt genau dahin. Es wird einfach nur mehr, ähm, es ist halt dieses Schlagwort-Bashing, es wäre ein subjektives Sicherheitsgefühl, das ist mein Lieblingsschlagwort. Ja. Was ist subjektives Sicherheitsgefühl? Ich fühle mich da jetzt da in unserem Techtel-Mechtel-Hauptquartier subjektiv sicher. Ja, ich meine, aber theoretisch, wenn. Aber man, ich fühle mich auch objektiv ja, sicher. aber theoretisch, wenn jetzt eine Polizeistation daneben wäre, dann müsstest du dich ja super, total, absolut sicher fühlen. Ja. Subjektiv betrachtet. Naja, weiß nicht. Aber ich weiß nicht, was ich befürchten soll. Ich meine, in Österreich lebt man mal in einem sehr, sagen wir mal, so gesegneten Land, wenn man das so mit anderen Ländern auf der Welt vergleicht. Ja, und das trotz an ähm, Migrantenstrom, der ja, nicht ist, enden also, wollend war. Das ist ja auch das, ich verstehe auch bis heute nicht, warum man das nicht endlich einmal als Chance begreift und sagt, hey, da kämen wirklich leid, weil wir haben wirklich, wir haben einfach, man muss es so sagen, wir haben ein Geburtenproblem. Das, ja. Ist ja nicht, das ist ja nicht, dass man das aus, das kann man nicht ausklammern. Und mit unserer Gesellschaft braucht eh Leid. Es jammert jeder über Fachkräftemangel, vor allem über Lehrlinge, wo immer mir denkt, jetzt sein Leid da, du kannst also sozusagen jetzt einmal sofort denen eine Beschäftigung geben und wenn er selbst in sein Land wieder hintergehen kann, was er mal derzeit nicht so ausschaut, dann kann er wirklich dann haschen was mitgeben, wo er da unten was wirklich bewirken kann. Ja. Und das, das denke ich mal, was ist das so schwer? Ich verstehe es ja. Mir du, ist das ein Rätsel. Ich meine, also. wie schon gesagt, ich, ich finde es okay, also es darf mir jemand dafür kritisieren, aber es heißt immer, wir können nicht alle aufnehmen. Ich sage immer, es hat noch, wir haben es noch nicht einmal probiert. Na? Es hat noch keiner probiert. Warum kann man nicht alle aufnehmen? Na, <laughs> Also mir geht es nicht in den Kopf ein, ja, aber okay. Ja, aber es ist ein Geldproblem, es kostet dazu viel Geld. Ja, aber es kostet alles Geld. Unsere Regierung kostet Geld, die Bankenrettung hat Geld gekostet, die Hypo Alpe Adria hat Geld gekostet. Ähm, es kostet alles Geld. Und für das ist es ja da. Ja. Aber für die Sachen, wo man wirklich was verändern kannst und einmal gesell gesellschaftspolitisch einmal wirklich eine Verantwortung übernehmen kannst und dann mal sagen: Okay, ich meine, es ist ja schon traurig, dass man das teilweise sagen muss, dass. Angela Merkel da einmal zu ihren Wort gestanden hat und gesagt hat, wir nehmen die auf. Und das verstehen wir. Ich respektiere die ja, Frau für äh, die Aussage. Ja, für, also, das ist ähm, das einzige Mal, wo ich wirklich gesagt habe, das war echt konsequent von ihr. Ja, das, das, ähm, also dafür, ähm, das war das einzige okay. Mal, dass ich sie als Mensch ja. geschätzt habe. Ja, wo ich wirklich gesagt also, habe, okay, Hut gesagt, ab. Wow, die Frau ist, ja. Die sagt das und das ist so. Ja, vor allem, sie sagt das alles, ähm, 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 ähm. Bundeskanzlerin. Als Bundeskanzlerin und Mitglied der christlich-demokratischen ja, ja, Union. Wo man sagt, wo man sagt, christlich, äh, ja. das müssen wir uns jetzt auf der Zunge zeigen ja. lassen. Christlich, Nächstenliebe. Ja, genau, mhm. ja. Die christliche Nächstenliebe vermisse ich in Österreich. <laughs> na, na, die ist schon da. Aber Leih bitte, wenn es unsere Werte sind. Aber nur, nur für unsere ja, Werte und ja. nur für unsere Leid. Ja, ja, natürlich, inländerfreundlich. Christliche Nächstenliebe nur für Christen. <laughs> ja, hallo, ja, ja, bitte. Da ähm, ja, das ist, äh, ja, aber das sein. Und das wird vermutlich die nächsten Jahre noch viel schlimmer werden. Also, es wird nicht besser. Ach, ich bin doch positiv. Also, nein, ich meine, jetzt zu deine, deine Fakten leugnen, Fakten ignorieren. Nein, da bin ich positiv gestimmt. Na, ich ich glaube, also, das, das, glaub, das wird sich schon wieder dran. Also, ich hoffe, dass ich vollschliege. Also, ich hoffe wirklich, dass. Hm. Ähm, Nein, Nein ich, ich, ich hoffe, dass es dazu führt, dass, dass dem faktenbasierten Journalismus wieder ein höherer Stellenwert einberaumt. Ja, er, ich er, hoffe, dass es irgendwann dazu führt. Er wäre jetzt wirklich nötig, das muss ich echt sagen. Also, jetzt braucht man mehr als je vorher. Ja. Also, er muss irgendwo erhalten bleiben, weil ich meine, welche Zeitung in Österreich kannst du wirklich derzeit nur lesen? Ich meine, ich muss jetzt sogar zugeben, ich habe jetzt wirklich ein Falter-Abo abgeschlossen. Ja, weil, weil ich sag okay, du mal beim Falter Arsch war, der ist, der ist halt die andere Seite. Er ist aber wie ich gesagt, er hat zumindest eine Meinung und das, was er schreibt, ist recherchiert. Das muss ich sagen, das hält ihn zugute. Also, das ist das, warum ich gesagt habe, ich unterstütze ihn. Ja, das ist auf alle Fälle. Also, es, es gibt da, ich glaube, es gibt auch beim, 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 beim Standard, bei der Kleinen, beim Presse, bei der Presse gute Leute, und gute gut Leute, überall Nein, bei ist der Krone sicher nicht. Ja, okay, da, da war es. Na, okay, na, lass mal die Karte. Das ist, das ist ähm, wie ich gesagt, wenn ein wenn Chanel wenn in deiner Zeitung schreiben darf, dann hast du ein Statement abgeben. Ja. Da, dann war es, dann war man, okay, du stehst für das. Ja. Ähm, übrigens, passend, passend jetzt zur Zeitung, hast du das mitgekriegt, was die, die Titanic-Magazin mit der Bildzeitung lanciert hat in Deutschland? Mit? Na, was war denn schon okay. wieder? Äh, <laughs> ich ich, ich kann es jetzt auch nur so grob nacherzählen. Ähm, es gibt ja da den jungen Herrn der Jusos, der also der jungen SPD, die wollen ja das. Kevin Kühnert, da ich. Kevin Kühnert, ja. ja. Der Kevin. Die wollten ja das, ähm, oder die wollen ja die Kroko die platzen lassen. Ja, also genau. Ja. Die Jusos mobilisieren ja. gerade leid, 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 Hat es die Abstimmung schon gegeben? Nein, die Kimper Post, das ist ja, wie ein Briefwahl, ja. Also es dauert ja drei Wochen, bis das Ergebnis vorliegt. Und die titanic Magazin hat da was Grandioses organisiert. Ähm. <laughs> Das Titanic-Magazin hat einen E-Mail-Verkehr ja. mit vom, vom Kevin ja. Kühnert ja. Ähm, erstellt und manipuliert, wo er quasi vermutlich mit einem russischen Trollbot-Computerexperten <laughs> ja. ähm, in Kontakt war ja. und dem den Auftrag erteilt hat ähm, über Social Media ja. und die ganzen Kanäle für die Users ja. Werbung zu machen. Ja. Also das was ähm, da Donald Duck, Donald Trump ja, eingesetzt ja. hat in seinen Wahlkampf quasi. Ja. Ähm, und diesen vermeintlichen E-Mail-Verkehr haben sie an Redakteur der Bild-Zeitung ja. vorgelegt. Ja. Mit ähm, gut gefälschten ähm, Kopfzeilen, bla, bla, bla ja, ja, also okay. im kompletten Mail-Verlauf ja. Kopfzeilen und so weiter. Und die Bild-Zeitung hat das veröffentlicht. ja, okay. Warum auch nicht? Kevin Kühner in Kontakt mit Russen-Trollbot. Also ja, ja, das, 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 das verkauft sich von selber. Also, es schickt das Wort Russe drin. Ja, es war auf der Titelseite. Ja, ja, klar, das ist, meine, das leitet mein. Es ist nicht recherchiert worden, es ist nichts kontrolliert worden, es ist nur veröffentlicht worden. Ja, das reicht ja, oder? Und, und da frage ich mich, lieber Bild-Zeitung, also ist es jetzt für Österreich nicht wirklich relevant, aber, aber vielleicht. Kimt sie, sie irgendwann einmal mal an bei der Verantwortlichen, Arbeiten bei euch eigentlich Journalisten oder oder einfach nur eine Schlagzeilenschreiber? Oder oder habt oder habt sie die Arbeit schon komplett nach Indien ausgelagert oder noch China und und da schreibt einfach schreiben irgendeine eine eine, eine ein Schimpansen eine Artikel? Der Mainstream wie bei Simpsons wo die ähm, wo diese Fchen diese diese Fortune-Cookies schreiben ja, oder genau. so. Und die, die, die Beiträge werden in, in, auf, auf Chinesisch geschrieben, maschinell übersetzt und landen dann in der Bildzeitung. Ja, mir würde es jetzt nicht wundern, wenn es wirklich so war. Ja, ja, nein. I mean, ähm, ich, ich kann, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da Journalisten arbeiten. Ich, und, wenn, und wenn da Journalisten arbeiten, warum? Ja, das ist... Ähm, Nein, es gibt ja eh von die vier da, was glaube ich schon ewig alt ist, gibt es ja der dritte Mann oder, so, oder hast du der vierte Mann? Gibt es ja dieses, dieses Stück da, wo sie sozusagen diese ganze Zeitungslandschaft in Österreich hat ein ja. bisschen auf die Schippe nehmen, wo quasi der Feldner eh alles schreibt eigentlich. Und ja, gut. Das, das ist ja jetzt, okay, ja. Wir, wir haben in Österreich ja die Bildzeitung, die heißt Österreich. Ja, oder Krone. Oder, pff, ja, so, ja, dem teilen sich das ein bisschen auf, weil Österreich kleiner ist. Ja, aber ich glaube, Krone, also Österreich ist, glaube ich, noch einmal eine Kategorie schlimmer als die Krone. Das ist da schon so schwierig, das ist bald schon so im Sumpf unten, da bist du echt. Also, das ist. Also, die, die Krone ist a eine Zeitung, die sehr viel Meinungsmache ist und, und ihr Programm durchfahrt, aber der Föllner ist noch einmal. Ja, vor allem der hat Fernsehsender jetzt, auch. das ist ja das Schlimme dran. Ja, das ist ja kein Fernsehsender, das ist ja. Das, das ist, ist das der Ö24 TV oder wie das sagt? Richtig, heißt? ja. aber es ist ja richtiger Fernsehsender, das ist ja nur im Internet, oder? na den gibt es im Fernsehen wirklich. Oh, yeah. Also ich glaube, wenn du in Wien UPC hast, kriegst du den rein. Oh, yeah. <laughs> also das ist. Ähm, ja, und ja, das, ist halt, das Problem ist halt das. Da, da fangt halt jetzt wieder das an, marktwirtschaftliche Interessen, es wird das gedruckt, was verkauft wird. Ja, ist, es ist, ist und, so. Ja. Und es ist halt das Traurige, weil. Das, das ist einfach, ich finde, das ist für eine Zeitung zu wenig Anspruch. Da hast du einfach, da hast du nur mal ein marktwirtschaftliches Interesse dahinter und das ist einfach zu wenig. Das ist, ja, das ist ein guter Überstieg äh, zu meinem zweiten Lesepick. Äh, ja. Überwachungskapitalismus. Ist ähm. Artikel, den könnt du auf der Future Zone, äh, Future Zone durchlesen. Ähm, da geht es darum, wie unser, unsere Daten mir hinterlassen ja, ja komplett Spuren, ob wenn wir jetzt bei Facebook eingeloggt sein, haben wir Cookies, äh, wenn wir bei Amazon was kaufen, hinterlassen ja, wir ja. Cookies, bla bla bla. Die Daten werden am Laptop gespeichert, werden in unsere Profile gespeichert, werden teilweise miteinander verknüpft und so weiter und so fort. Ja. Und die Daten werden verkauft. Das ist ja nämlich reines bares Geld wert. Ja, sicher, klar. Das und das ist äh, äh, ein ziemlich interessanter Artikel von der, Netz, äh, von, von der Future Zone im, im Netzpolitikbereich, wo ein bisschen so aufgedröselt wird, ähm, wie die Daten gesammelt werden, wie sie miteinander verknüpft werden, das wird halt ein bisschen analysiert. Der Artikel ist jetzt nicht sonderlich lang, er ist auch nicht sonderlich äh, kompliziert geschrieben. Die, die Barbara Wimmer hat das geschrieben, die, die ist sowieso immer garant für gute, gut, gut recherchierte und gute Artikel. Ähm, da wird es ein bisschen aufgeschlüsselt, wie das läuft mit den ganzen Werbetracker. Google, Google Werbetracker und ÖVA, in Österreich gibt es ja sowas auch. Ja, das, das habe ich glaube ich eh schon, das mhm. Buch von Ranga Yogesh, weil da wird das Thema auch mal kurz behalten. Genau. Es ist ja sogar schon so, dass dir wirklich Amazon und die ganzen newsletter die müssen dir ja bewusst schon falsche Sachen schicken, weil du dir ja sonst beobachtet fühlst, weil die wissen so genau, was du ja. brauchst. Das ja, ist einfach, das ist es, ja. ähm, weil da kommt halt das Big und Small Data zusammen und die wissen halt extrem viel über die einfach. Ähm. Momentan geht es ja jetzt so weit, dass aber auch private Firmen unsere, unsere Daten haben und, und ist an sich an und für sich eh schon schlimm. Ja. Aber man muss, sich, man muss vielleicht einmal den, den Gedanken ein bisschen weiter Was passiert, wenn die Daten, die der Staat von dir gespeichert hat, die Daten, die also das Innenministerium von ja. dir hat, deine Strafen, wo man zu schnell gefahren ist, wo man eine Stoppschuld übersehen hat? Ähm, deine Daten, was die Gebietskrankenkasse gespeichert hat, welchen Arzt besuchst du, wie oft besuchst du den Arzt, wie oft gehst du zum Zahnarzt, die Daten, die Amazon von dir hat, ähm, was für eine Zahnbürste kaufst du, wie oft kaufst du Zahnbürste, ja, ja, bla, bla bla bla. Ähm, interessant wird es dann, wenn es irgendwann einmal dazu kommt, dass die ganzen Daten gemerged werden, weil dann hat man wirklich ein Profil, dann war es der Computer... Beziehungsweise der Inhaber der Daten besser über die Bescheid als du selber. Ja, das, wie gesagt, wir seien eher auf dem besten Weg. Also, warum will Google, Apple, warum wählen die alle in den Gesundheitsbereich rein? Weil es momentan ein Trend ist und man damit Geld machen kann. Das auch, aber diese Daten, was du da kriegst, wie, wie du gerade gesagt hast, du kannst einfach, das ist so eine schöne Verfeinerung dazu, weil du einfach da sie das Persönlichste von dir, was du hast. Und nicht umsonst stehen auch Versicherungen im Moment auf die, auf die ganzen Daten. Sicher, jeder will die Daten haben, weil du einfach, wenn du die Daten hast, du kannst einfach viel besser ausreimen, wie wahrscheinlich ist es, dass du die und die Erkrankung haben wirst. Äh. Ir Irgendeine Werbung kriege ich immer auf Instagram. Jetzt ja. weiß nicht, ob es die Kratzer wechselseitig ist. Nein, es ist das ein rotes Logo. Nein, es ist, glaube ich, die Wüstenrot. Die bieten jetzt eine App an, um die beim Rauch, Rauchausstieg zu unterstützen. Ja. Und du kriegst sogar Gutscheine. Ja. Du es lange aushaltest da im Begriff machen. Man, ist eine App. man muss halt ein paar ja. Sachen machen. Man muss den Arzt besuchen. Ja. Man muss regelmäßig ähm, ähm, schreiben, wie oft man oder wie oft man an eine Zigarette ja. denkt oder ob man eine Zigarette gegriffen ja. hat. Oder man muss schreiben, wie oft man sportelt ja. und so weiter und so fort. Und je nachdem, was wie gut du drauf bist, wie gut du die auf Sport ja. konzentrierst desto mehr Bonus kriegst. Zahlst ja. weniger Versicherung, Prämier, ja. weniger Prämie und kriegst noch Amazon-Gutschein und so weiter und so fort. Aha, okay. Das ist jetzt einmal so: Das ist jetzt eine App, die auf dein Handy läuft, ja. Aber warum sollten sich die Versicherungen dessen Zukunft nicht direkt bei Runtastic, bei Apple, bei Google, bei Google Fit und so weiter direkt abholen? Ja, ja, nein, das, ähm, das wird eh noch, also das Kim sowieso sowas in die Also Richtung. von dem her, das ja. Also das ist äh, vor allem. Ich schon gesagt dass das der seine bürger also diese diese smartwatches fitness tracker ja das, ist, ähm, das ja. ist das ist sehr schnell akzeptiert worden also das muss man echt sagen da gibt es dort wenig widerstand geben ja ähm, irgendwann stellt sich die frage wann wann hört der datenschutz auf und wann beginnt transparenz es wenn wenn jetzt von jedem einzelnen die raten ja. offen liegen ja wirklich komplett ja. deine kompletten ja. Daten ähm, Dein Gesundheitszustand ja. dein Finanzzustand und ja. so weiter und so fort wenn das von allen offen ja. liegt hätte eigentlich kein Problem damit ja. weil dann haben haben alle ihren ihren quasi ja. ihren ihren Datenstrip hinter ja. sich das Problem ist halt dass es zwar Klassengesellschaft ist dass, ja. dass 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 die Leute die weniger Geld zur Verfügung haben die zahlen mit ihren Daten die ja. Leute die viel Geld zur Verfügung haben ja die kaufen Das teurere Produkt ohne Datenspionage. Ja, ja, sicher, ja, ja. Ähm, ja, vor allem, es ist noch auch so, ich meine gerade, ähm, was ja der Vorteil ist, diese Technik kann dir ja helfen, bei, wenn du älter wärst, das ist auf alle Fälle. aber du gibst halt im Vergleich auch recht viel Daten her. Also ja. das muss du einfach damit leben, ja. ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob die Daten irgendwo, ob wirklich alle Daten irgendwann nochmal so relevant werden. Also ich bin ja eigentlich der Meinung, so viel Daten zu produzieren, teilweise auch noch Vollstarten produzieren, dass sich der Algorithmus gar nicht mehr auskennt. Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es einfach, da gibt es kein Limit nach oben, weil du kannst immer noch ein bisschen feiner werden. Es geht immer noch was. Ja, man muss sich einmal mit den ganzen Algorithmen also, ich, beschäftigen die, also da, die sowas auswerten. Das würde mir Da kannst du immer noch eine Spur besser werden, da geht immer noch was. Hm. Tja. Das ist, ähm, da, da werden wir noch, da wird noch vieles passieren. Wahrscheinlich. Das ist leider, aber wir müssen halt damit leben. So, haben wir noch was? Das Nein, war's oder allfälliges? Ich, ich glaube, das. Du wirst dich bedanken bei unseren 38 Downloads. 38 Downloads, ja stimmt. Und bei Manuel für seine Frage. Ja, danke Manuel. also Manuel der hat Gruppe. was hat er für WhatsApp-Gruppe gemacht? Wie heißt die? Na, na, nah, nah. Ja, die ist eh privat, aber wie <laughs> schon gesagt, Ben sei wir schon korrekt. <laughs> ähm, äh, er hat eine tech beschwerde hotline eingeführt. Genau, stimmt, haben wir das letzte Mal auch schon kurz erwähnt. Ja, ja ich sage so, wir seien wie jede Beschwerde-Hotline, wir sagen, ja, ist zur Kenntnis genommen, wir ändern aber nichts. Ja, genau. Ja, so wird es sein. Ja, ist, ist was geändert worden? Nein. Nein. Ja, hat er sich überhaupt beschwert? Na Ja, Herr ja, Manuel beschwert sich immer. Hast du ja gefragt, wann die nächste Folge kommt? Ja, ja. die kommt vielleicht heute noch. <laughs> also vielleicht wird sie am 23. Februar noch veröffentlicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, sonst am... Um, 24. Am 24. Morgen Was? ist der 24. Ja. Echt? Nur noch zehn Monate bis Weihnachten. Yeah. Endlich. Ich, ich freue mich wieder auf Lebkuchen. Im August. Achso. Im August. Ah, stimmt, jetzt fällt mir gerade auf, wann ist Ostern heuer? April, Mai? <laughs> Mai? Keine Ahnung, fra März? <laughs> frag mich sowas nicht. Okay. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, mit der ja. ist das nicht mehr froh. Ja, ja, aber ein bisschen einen Überblick habe ich trotzdem, weil, weil heute war ich, heute war ich beim Hof und habe wieder so viel Oster, Ostersachen gesehen. Achso, ja, also. Die Lebkuchen kämen im August, September. Die, ah, ja, das ist dann drei Monate noch bis Weihnachten. Genau, letztes Jahr habe ich im September die, ähm, wie heißen die Keks, die äh, Spekulatius. Ja, ist, ja die gibt es aber das ganze Jahr gleich. Aber Ja, ja. Na. Ja, ja, sicher. Äh, na, ja. die nur zu Weihnachten. Also ja, da September. sind sie präsenter. Ja, naja, wahrscheinlich. Aber Lebkuchen, die einzig guten Lebkuchen kriegst du im September, weil dann werden sie langsam alt und dann gibt es sie ja nicht mehr. Also September ist die neue Lebkuchenzeit. Ja, ich bin, ich bin ja. Ich bin ja. Wenn man mich kennt, ich bin ja nicht keine sonderlich große Naschkatze. Also nein, eh nicht. Hm. Nein, aber wie schon gesagt, Le Lebkuchen <laughs> ist auch ein großes Lausch von mir. Also da geht es ja. Halt Schokolebkuchen mit Schokoguss oder normale Lebkuchen? <laughs> Ja, entweder, nat also Natur. Es gibt ja die Lebkuchen, die, die so die ausschauen wie Sterne und so. Ja, es ist relativ wurscht. Ich mag Lebkuchen gell. mit Schokolade, mit dunkler Schokolade. Dunkler Schokolade, ja. ja. Okay, also ja. da gibt es die Packungen mit Sterne, Herzen, genau. die rote Packung. Die du? rote Packung, ja. Also wenn ich das kriege, da ist die ganze Packung zusammen. Die blaue ist mit Alpenmilch. Halt Na, die ist mir viel zu süß, die schaffe ich, schaff ich nicht. Und die rote ist die mit Zartbitter. Ja, oh. also da, wenn ich das krieg, isse die krieg, ist ich die Packung zusammen, dann war es das. Mann, jetzt habe ich einen Hunger. Ja, ja, aber wie gesagt, wenn ich die Packung kriege, ist die ganze weg. Schickt uns Lebkuchen. Ja, tonnenweise, jetzt kein Palettenweise. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke, danke. Wir hören uns bald wieder. Die nächste Episode kommt bald, ja. Ja, definitiv. Richtig. Alles klar. Bis Und dann. Tschüss.